Herzlich willkommen bei «Sich Unmächtel», dem Schweizer Tech-Podcast. Folge 185 mit mir, Philipp Rüegg. Wieder unter den Lebigen, der Luca Fontana. Hallo. Hat es dich durchgenommen, der Käfer? Irgendein Käfer? Hey, es ist ein schwieriger Monat gewesen. Ich habe vorher gesagt, ich habe viel nachzuholen. Also wenn ich heute ein bisschen viel rede, dann sind nachsichtig mit mir. Schneide alles raus. Ja. Was wir natürlich niemals wieder rausschneiden, ist Tomagoj Belančić. Hallo. Und Michelle Brändle. Hi miteinander. Oder Michelle, wie es der Luca Michelle, der Luca, der mich verkompensieren ist. Der Luca wird jetzt ein paar Schellen. Eine Maulschelle. Ja, nein, genau, das ist natürlich gut, dass der Luca auch wieder da ist. Wir haben natürlich viele Themen. Wir haben die extra aufgespart. Auch mit Netflix habe ich mich abgesprochen, dass sie die grossen News einfach bereit hatten, zurückhalten, bis du wieder gesund bist. Genau, wir reden heute unter anderem über das Palworld. Das Game, das jetzt momentan gerade alles dominiert und immer weiter wächst und vielleicht doch alles geklaut ist oder eben nicht. Über das reden wir. Wir reden über Entlassungen und Schliessungen im Game-Bereich und dann eben über Netflix, wo man wieder das Déjà-vu, wieder mal versucht, die Preise zu erhöhen, einfach mit anderen Mitteln. Und ein neuer Jurassic Park-Film. Dann haben wir noch Echo, die neueste Marvel-Serie. Und in der Spielecke reden wir über Like a Dragon, Infinite Wealth und Enshrouded. Ein neues Survival-Game. Von denen gibt es ganz, ganz wenig. Nur ein Bier, tagesneues. Ja, aber dann fangen wir an mit unseren News. News. News aus der Tech-Welt. Ja, Palworld. Jeder, der nicht unter einem Stein geschlafen hat, hat das jetzt vermutlich mitbekommen, obwohl es erst eine Woche alt ist. Kurze Frage, habt ihr das auf dem Radar gehabt, bevor es rausgekommen ist? Hey, im Fall, genau so wie du es jetzt gerade gesagt hast, ist es bei mir gewesen. Ich bin jetzt ja 4 Wochen mehr oder weniger weg vom Fenster. Ich komme zurück und alles redet über Palworld. Alles. Es ist überall das Gesprächsthema Nummer 1. Und ich so, ich habe noch nie von dem Ding gehört. Was? Hä? Was ist das Ding jetzt wieder? Also genau so ist mir das Buch. Erst 2-3 Mal ist es irgendein in einem Showcase vorkommen, mal, keine Ahnung, am Summer Game Fest oder am Xbox Showcase, glaube ich. Aber dort ist halt, hat man nicht viel darüber gewusst. Eben Pokémon mit Knarren, das ist so ein bisschen das gewesen, was man mitbekommen hat. Aber ich glaube, es hat niemand können erahnen, wie das eskaliert jetzt. Ja, also ich habe ja auch in der Game-Vorschau von vielen einfach gelesen. Die ist immer sehr übersichtlich. Und dort habe ich wirklich so gedacht, ha, klingt noch interessant. Aber ja, genau, also der Ausmaß, der immer noch steigt, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, ja gut, mit dem hat sicher niemand gerechnet. Ich habe auch, als ich es gesehen habe, einfach gefunden, das sieht genau nach solchen Mitteln, also weißt du, so budgetmässig so, was ist das, so ein mittelmäßiges Game aus, das ist es ja, glaube ich, auch. Und, aber einfach nur, sicher noch witzig zum Ausprobieren, weil, eben, wenn ihr es jetzt wirklich gar nicht kennt, was man einfach auf den ersten Blick sieht, das sieht aus wie Pokémon mit Guns, also mit Knarren. Und das, es ist ein bisschen mehr als das, es ist eigentlich ein Survival-Game, ich habe ja letzte Woche darüber geredet. Open World, grosse Welt, man kann es mit bis zu 32 Leuten spielen auf einem Server und eben, dann sammeln wir Pokémon sie, oder eben Pals, wie es hier heisst, einfach statt in einem friedlichen, rundenbasierten Kampf vermöbelt man sie mit einem Baseballschläger und fängt sie so ein und dann lässt man sie in einer Basis, in einem Arbeitslager, lässt man sie für sich arbeiten. Ja, genau. Und ja, das scheint offenbar extrem vielen Leuten zu gefallen und es hat sich jetzt, das wirklich jeden Tag hat sich das jetzt wieder irgendwie angepasst. Die neuesten Zahlen sind schon 8 Millionen Mal hat sich das verkauft. Yes. Und jeden Tag kommt 1 Million dazu, seit der Release. Und das sind im Fall wirklich nur Steam-Zahlen. Ja, Xbox ist da nicht dabei. Ja. Xbox und Game Pass ist ja auch drin. Also das ist eigentlich, das ist wirklich krass. Also das sind krasse Zahlen. Also da kommen wir jetzt langsam tatsächlich in Pokémon-Sphären. Ja. Also ich meine, Pokémon sind dann halt, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, die sind ja schon weit über 15 Millionen oder noch viel mehr, aber einfach. Aber also was 15 Millionen verkauft Pokémon vom letzten Game einfach, oder? Ich glaube irgendwie, also ja, vielleicht kannst du Domix schon nachschauen. Also, ja, schaue ich jetzt schnell. Klar, von denen gibt es dann auch 2-3 pro Jahr. Aber ich meine jetzt gleich, pro Edition. Mhm. Ja, und vor allem ist es ja immer das Gleiche, also von dem her, wenn du es einmal kaufen würdest, wäre es ja eigentlich. Ja, ja. Also, aber ich sage einfach,
Pokémon also 8 Millionen. Scarlet und Violet sind im Moment bei 24 Millionen knapp. Okay. Okay, ja. Okay. Aber gleich, oder dann ist das für so eine kleine Firma, also... Ja, also 24 Millionen, weißt du, seitdem es rausgekommen ist. Das World Palworld ist jetzt seit ein paar Tagen, oder wie lange ist der jetzt raus? Ja, ja, jetzt Wochenende. Woche, ja. Also, das sind schon massive Zahlen für so kurze Zeit. Genau. Tendenz Erfolg steigend, ist exorbitant. Und eben, es hat auch bei Steam mittlerweile über 2 Millionen gleichzeitige Spieler schon gehabt. Das ist das zweitpopulärste überhaupt, was je geht auf Steam. Boah. Eins darunter ist Counter-Strike mit 1,8 Millionen Peak. Also, die haben maximal mal so viele gleichzeitige Spieler gehabt. Der Rekord gehört aber immer noch... Was haben Sie das Gefühl? Wem? Fortnite. Gibt's ja, also ich habe jetzt gesagt, also sonst irgendein Baller-Game, weil das ist offenbar sehr beliebt. Counter-Strike, Call of Duty. Gibt es das auf Steam? Ich ja, das gibt es, ja. Ja. Okay. Tommy weiß es vielleicht. Ne? Ja. Ja, okay. Es ist PUBG. PlayerUnknown's Battleground. Ist aber nicht wie viel? 3,3 Millionen. 3,3. Ah, doch noch. Ich habe das Gefühl, das schlägt es nicht. Einfach weil eben genau die Leute sind dann vielleicht noch ein bisschen... Gut, wie gesagt, man kann auch ballern im Tower. Genau. Ich habe noch eine Zahl zum Nachtragen. Pokémon, das letzte Pokémon-Game hat sich an einem Wochenende 10 Millionen Mal verkauft. Okay. So als Vergleich. Und er ist dann halt irgendwann abgeflacht, logischerweise. Mhm. Okay, eben. Die sind schon noch mal eine Nummer grösser, aber es ist... Also, doch, man ist schon in der Pokémon-Sphäre, bewegt man sich. Und die sind, auch wenn man das Gefühl hat, ja, die kommen immer und ja, die werden schon gespielt, aber die zählen regelmäßig zu den meistverkauften Games im Jahr. Also die Pokémon-Games. Genau. Ich habe gefunden, man kann ja einfach über so, eigentlich so drei Punkte reden. Also zum einen mal eben genau. Viele werfen ja Plagiatismus. Einfach, das ist... Wie immer das Wort ist. Ob sie es geklaut haben oder nicht. Oder ob sie sich inspirieren. Von Pokémon. Und, genau, von Pokémon natürlich. Mhm. Und dann die ganze AI, KI-Frage. Da wird dann auch vorgeworfen, dass das einfach alles nur aus dem irgendwie generiert ist. Das hängt natürlich zusammen mit Pokémon. Und ja, natürlich auch die ersten Mods gibt es auch schon, die das Ganze wieder zu Pokémon zurückverwandelt. Ja, vielleicht die erste Frage, eben Cloud oder nur inspiriert. Mega viele hat natürlich einen grossen Aufschrei gegeben, also bei vielen Pokémon-Fans, obwohl ihr drei sind ja Pokémon-Fans und ich habe das Gefühl, bei euch, ist jetzt das, euch stört jetzt das weniger, oder? Absolut. Das stört mich überhaupt nicht. Nein, vor allem, du kannst ja auch nicht sagen, Pokémon, was heisst, wo Pokémon kopiert und klar. Es gibt schon wahrscheinlich ein paar Viecher, die frappante Ähnlichkeiten haben, aber Pokémon hat ja auch aus allem ein Pokémon gemacht, also aus Kübelsäck, aus Schöf, also wirklich aus Hammer, aus Schlüssel. Und Sandhüfe. Also Pokémon kann nicht gut sagen, ihr habt das Schafpel von uns kopiert, wenn Pokémon ja schon ein Schaf kopiert hat und ich glaube, Schaf darf man noch kopieren. Yeah. Also, spannend aber, ist aber im Vergleich, wenn du sie einfach so als Liste siehst, genau noch mit dem Fabian vom Social Media drüber geredet, der kennt ja alle Pokémon beim Namen. Und der hat wirklich, der ist irritiert gewesen, hat zuerst mal gemeint, es sei ein neues Pokémon rausgekommen, das er nicht mitbekommen hat. Und dann hat er wirklich mit mir zusammen, haben wir können die Liste durchgehen und zu jedem sagen, von welchem Pokémon, dass es inspiriert ist. Also dass die Ähnlichkeit besteht, finde ich schon noch spannend. Eben, es ist nicht nur Ähnlichkeit bei AIM, oder? Sondern es ist einfach durchgängig. Also wie viele Monster hat es bei Palworld? 111. Ja. 111. Jedes sieht aus wie ein Pokémon oder hat irgendein Element von irgendeinem Pokémon zusammengemischt, ganz viele Elemente von verschiedenen. Das ist das Ding. Es ist Pokémon, klar, eben, die lassen sich alle inspirieren. Ich meine, es hat auch mal so eine Übersicht gegeben, wie sie von Dragon Quest geklaut haben. Dragon Quest ist ja noch ein älterer Franchise als Pokémon und dort hat es auch sehr ähnliche Monster, die Pokémon dann übernommen hat. Aber was halt hier neu ist, ist, dass wirklich halt alle Kreaturen, die jetzt in diesem Spiel vorkommen, wirklich teilweise 1:1 Element kopiert haben von den Original-Pokémon von den Pokémon-Spielen. Und das ist außergewöhnlich und so. Und das ist eben halt auf dieser feinen Linie zwischen kopieren und inspirieren, dass sie, glaube ich, noch so auf der sicheren Seite sind, dass sie nicht können verklagt werden, aber trotzdem für jeden offensichtlich ist, dass es echt Pokémon sind. Genau, ich glaube, das ist der Punkt. Ich persönlich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Also weißt du, klar, ich finde auch, klauen finde ich nicht geil, aber grundsätzlich finde ich auch, die anderen stagnieren ja auch ein bisschen mit ihren Games und wenn es halt jemand einfach sich da breit bedient und das offenbar so weiterentwickelt, wie es die Leute offenbar geil finden, weil oft, da merkst du ja irgendwie auch, dann gibt es die gleichen Genres, einfach in leichter Veränderung auch. Die Leute wollen irgendwie immer wieder das Gleiche, einfach ein bisschen anders. Und das hast du jetzt da. Aber das, was ihr jetzt angesprochen habt, ist genau, es gibt so Listen, da kannst du wirklich durchscrollen
Und dann hat es wirklich immer so links, rechts gesehen, eigentlich das von Palworld und das von Pokémon. Und das schon auch für mich, wo ich die Pokémon nicht kenne. Wenn ich einmal schaue und Perl auch nicht kenne, kann ich dir auch gar nicht sagen, welches jetzt welches wäre. Das sagt jetzt zwar nichts aus. Aber ich finde, der Grund, warum es eigentlich gut gemacht ist, ist ja nicht, sie klaut ja nicht alles eins zu eins, sondern wirklich irgendwie nur so ein bisschen das Visuelle. Und soweit ich gehört habe von dir, Phil, ist ja das Gameplay eigentlich etwas völlig anderes. Also ja, es sind schon sehr viel mehr interessantes Zeug gebaut, wo für sich allein steht. Genau, also genau. Um das noch kurz zu beenden, da, dass neben dass sie eins zu eins aussehen, viele Designer, Game Designer, haben das irgendwie so unter die Lupe genommen und auch so in ein Grafikprogramm reingetan. Und dort siehst du zum Teil auch, dass wie so das Mesh, so das Muster von den Tieren, und dann leiten sie übereinander mit denen von Pokémon. Und bei Bahnen sind es wie so Proportionen und alles. Ja, Proportionen stimmen, ja. Und sie sagen halt, das ist halt. Da ist relativ offensichtlich, dass man die auch von dort genommen hat. Weil du die selber, wenn du die einfach machst, dann bringst du die nie so an. Selbst wenn du dein Game eine neue Version machst, sagst du, es ist schwierig, Proportionen beizubehalten. Oder? Weil einfach, dann stimmt irgendwo die Skalierung nicht mehr ganz. Das heisst, wenn es da so gleich ist, sagt einfach die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass man wirklich da bei Pokémon die Assets genommen hat. Aber auch das sage ich nicht irgendwie verboten. Also, das ist ja wie bei so Comic-Cover. Dort tun Künstler auch, die adoptieren einfach dann die Vorlagen, die es schon gegeben hat, und das finden die Leute auch okay, weil einfach, ja, man tut einfach an dem weiterarbeiten. Mhm. Wie gesagt. Gibt es nicht auch noch, es gibt den Vorwurf im Raum von, wegen man hätte mit KI auch da geschaffen, zu regenerieren. Genau, also das ist, zu dem komme ich gerade als nächstes. Das wegen Pokémon, mittlerweile hat sich die Pokémon Company auch dazu geäussert. Mhm. Offenbar, sie haben sehr viel Rückmeldung bekommen. Genau, der Domi hat gesagt, es sind sicher auch viele Anfragen darunter von Medien, das stimmt sicher. Aber ich glaube, schon viele, ich finde, mit den Foren lese ich es eben auch, es gibt schon viele Fans, die einfach finden, hey, das geht nicht. Und ihr arme Pokémon-Firma Nintendo, ihr müsst euch da wehren, dass ihr da nicht von so jemandem kaputt gemacht werdet und euch die einfach die Sachen klaut. Finde ich immer so geil, wie man so die Hacker vor die Firmen aneinander springt, so ein Schutzschild, weil die ja so arm sind. Aber Pokémon Company hat gesagt, ja, sie sind das jedenfalls prüfen, weil sie hätten niemandem irgendwie Lizenzen oder so erteilt. Klar, das haben die auch nicht wollen. Also, sie sagen ja, sie sind ja, machen das ja selber und haben es auch nicht kopiert. Und genau, sie sind das jetzt jedenfalls untersuchen und rechtliche Schritte prüfen. Und ja, das ist relativ schwierig, was ich so gehört habe, so von verschiedenen, die sich doch besser auskennen. Die haben sicher Chancen, andererseits sechs vermutlich eben auch für die von Palworld auch einfach, dann einfach genug so entsprechende Änderungen zu vornehmen, dass dann das eben dann nicht mehr stimmt, oder? Ja. Mhm. Aber das wird sich zeigen. Aber jedenfalls, die haben das auch mitbekommen. Und auch der CEO, der sagt, er sagt natürlich nie explizit, wir haben nicht Pokémon kopiert oder wir haben sie kopiert. Ja. Aber er sagt, und auch zu Recht, die Inspiration ist auf eine Art eher bei Ark Survival. Und das ist eben, glaube ich, das einzige, vor allem spielerisch. Mhm. Dort geht es um so riesige Dinosaurier, die eben nachher schreiten und zähmen und so. Und so die Spielmechanik kenne ich eben auch sonst von nie nicht. Das ist so relativ einzigartig. Also Spielmechaniken sind sicher einzigartig, aber einzigartiger. Also ich finde es aber lustig, dass ihr ganze Konversation durch sie in Review Globes angesprochen hat, dass der Zelda nicht so zur Sprache kommt, weil der ein paar Elemente, die wirklich eins zu eins, habe ich das Gefühl gehabt, dass kopiert werden. Zum Beispiel es gibt so eine Temperaturanzeige unten links, oder? Die Schrift und so. Wenn es zu kalt ist, dann geht die Temperaturanzeige gegen links, wenn es zu heiß ist, geht sie gegen rechts. Und du musst halt immer irgendwo in der Mitte sein, dass du nicht verbrennst oder nicht verfrühst. Ja. Und es sieht wirklich eins zu eins aus wie in Zelda. Und dann wirklich so, wow. Oder der Soundeffekt, oder? Hast du ja auch gesagt. Krass, die sind wirklich, wenn ich die Augen zutue und so, hey, ich bin im Zelda am Spielen. Das ist wirklich krass. Das finde ich lustig. Irgendwie in der Online-Konversation ist das null Thema. Es ist wirklich alles nur auf die Pokémon-Designs, die geklaut wurden anscheinend. Aber ich Zelda ist auch eine grosse Inspiration gewesen. Ja, auf jeden Fall. Aber die entwickeln, also wer steckt hinter Palworld? Ist das eine kleine Bude, die da jetzt einfach halt nicht die Ressourcen hat, um so etwas alles wirklich von null aufzuziehen und halt sich ein bisschen rum? Das ist sicher so. Also es ist ein Pocket Pair. Pocket Pair, glaube ich. Ein japanisches Studio. Hat auch schon zwei, drei Games gemacht, die auch einigermaßen erfolgreich gewesen sind. Und das eine, also genau, das ist sicher so, die haben nicht die Mittel, um
alles. Ja, das kannst du auch nicht so sagen. Es gibt ja, mittlerweile gibt es alles. Es gibt ja Leute, die alleine ein Game machen mit mega viel. Aber es sind sicher nicht die gleichen Mittel wie Nintendo oder Pokémon Company. Pokémon Company übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die gehört ja nicht, das ist nicht Nintendo. Das sind unterschiedliche Firmen. Aber das habe ich irgendwie nicht gewusst. Aber die ist auch gegründet worden, mitgegründet worden von Nintendo. Also Nintendo, Game Freak und Creature heisst die dritte Firma. Die drei zusammen haben die Pokémon Company gegründet. Weil ich habe mich eben am Anfang gewundert, warum wir immer Nintendo interveniert. Aber logisch, einerseits sind sie natürlich, haben sie die Lizenz. Yeah. Und das gehört natürlich irgendwie auch. Genau, eben der zweite Punkt ist einfach alles irgendwie von einem AI-Bildgenerator erstellt worden. Das fragt sich dann einfach die einen, der ist einfach in Pokémons gefüttert und hinter Pelzen rausgekommen. Ja, genau. bis jetzt hat man auch nicht das irgendwie nachweisen können. Aber es gibt ja relativ viele so Fälle, wo sie irgendwie einfach Gamecode klauen und dann wie ein neues Game daraus generieren. Ich kann mir vorstellen, dass das einfach bei einzelnen Figuren und Elementen, eben gerade auch bei Zelda, vielleicht funktioniert und dass sie es dann einfach so genommen haben und abgeändert. Dann hast du natürlich schon eine Grundlage. Gerade wenn du ein kleines Studio bist. Das ist eben, genau, das kann man wie nicht... Momentan weiss es einfach niemand. Und es ist halt noch interessant, der CEO hat mal vor 4 Jahren hat er halt mit der Idee schon gespielt, oder? Dass man ja eigentlich wie so ein Pokémon-Game adaptieren und könnte theoretisch das auch mit AI so machen. Und dann hat er eben dort die Frage aufgestellt, ob dann möglicherweise das Copyright, ob sich die Frage gar nicht mehr stellt, weil es einfach schon genug abgeändert ist. Und das tut natürlich jetzt jeder darauf verweisen, aber er hat dann nicht gesagt, er macht das. Und das ist, wie gesagt, also ich habe einfach die Übersetzung natürlich gelesen vom Japanischen, muss man einfach ein bisschen mit Vorbehalt, was hat er wirklich genau, wie hat er es gemeint. Aber die Ideen sind schon früher rum gewesen. Da sagen sie jetzt nie etwas von AI und neu ist ja bei Steam, dass du das musst deklarieren. Stimmt, ja. Und das ist nicht deklariert jetzt bei dem Game. Also sie sagen dann zumindest nicht, dass sie AI benutzt haben. Hey, ja, ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich. Ich meine, also es gibt ja irgendwie nicht eine AI-Applikation, wo du jetzt einfach so 3D-Modelle könntest erstellen, oder? Hey, ich das ist ja schon nochmal etwas komplexeres, als einfach ein zweidimensionales Bild erstellen. Ich glaube nicht, dass du einfach irgendwie Pokémon-Modelle kannst reinfüttern und hinten raus kommen perfekte 3D-Modelle raus. Da wäre wahrscheinlich der Aufwand, auch wenn es das gäbe, um das dann irgendwie anpassen und wirklich gut machen, grösser als wenn du es einfach direkt selber machst oder direkt selber kopierst von Hand, sozusagen. Also, ich kann es wirklich nicht sagen. Ich weiss einfach, man kann mit Code und AI auch schon arbeiten. Aber ja, das kann ich wirklich, das weiss ich einfach nicht. Und genau, aber die Vorwürfe gibt es natürlich auch. Aber eben auch nicht nachgewiesen. Und ja, genau, dann, interessant in dem Zusammenhang ist auch, das Game, das sie haben, heisst AI Art Imposter. AI Art Imposter. Und es sieht aus wie Among Us. Und das ist so ein AI-Zeichnungsspiel, wo eben auch Bilder generiert. Und ist das schon, also ich meine wirklich, sieht das auch schon. Da fragst du dann irgendwie, gut, der Name ist schon das Programm, aber ich weiß nicht, kann man es wegen dem eher machen? Ich weiß auch nicht. Weil das ist offensichtlich, dass dort Among Us ist, aber ja. Das, gut, das muss man auch sagen, es ist nicht die Einzige, die das machen. Ah, genau, und sie haben nochmal ein anderes Game, das gerade jetzt vorgestellt worden ist, jetzt rauskommt, und das sieht aus wie Hollow Knight. Also, okay. Starke Inspiration bei ihnen ist nicht fremd. Ist nicht fremd. Nein. Und das letzte Craftopia, was sie jetzt ein bisschen aufgegeben haben, das hat wiederum genau wie Zelda ausgesehen, oder? Vom Look and Feel. Ja, das, also, ja, das ist so. Also, das ist ein Boden, wo sie eher auf das Aber spannend, dass der grosse Aufschrei bei Pokémon ist. Also, das ist wirklich so. Sobald etwas angreifst, wo viel mehr Leute kennen, fällt es halt auch viel mehr ins Gewicht. Ja, logisch. Ja. Das ist natürlich auch genau, viel populärer jetzt. Viel populärer und Palworld ist auch viel erfolgreicher und bricht Rekorde. Ja, das ist klar, dass das natürlich und jetzt das auch... Das ist halt so eine Prämisse, die irgendwie für Aufsehen sorgt. Pokémon mit Waffen, es ist so, so absurd und du musst aber einfach schauen, um was es ich finde es noch krass, dass es zeigt ja auch die Popularität, dass da offenbar etwas ist, was sich die Leute mega gewünscht haben, dass man herzige kleine Tiere benutzt und versklavt und ihnen Waffen in die Hand drückt. Ich habe es schon ein bisschen fragwürdig gefunden, dass genau da ist, was funktioniert.
In einem Interview hat der CEO gesagt, dass die Waffen sie einfach ins Konzept rein da wegen dem amerikanischen Publikum, würde die gerne schiessen. Und darum kann man im Charaktereditor kann man auch hässliche Charaktere machen, weil sie in ihrer Marktforschung haben sie scheint so herausgefunden, Amerikaner stehen auf hässliche Charaktere, die sie selber können machen. Viel hast du auch amerikanisches Blut, du hast doch auch so eine Figur gemacht. Bei der Waffe natürlich weniger, aber bei den dummen Personen, da gehörst du auch dazu, ja. Du hast schon immer sau blöde Figuren designen, das finde ich schon recht lustig. Da, wo du gerade ansprichst, das mit ich habe da im Game Discover Newsletter, haben die Steam-Zahlen angeschaut, wer aus welchem Land kommt. Und es ist interessant, die kommen ich glaube 35%, jetzt habe ich da Zahlen nicht, nur das Kuchendiagramm. Aber der absolut grösste Teil der Spieler ist aus China. Mhm. Etwa 35%. Und das ist nicht typisch jetzt für das Steam-Spiel, weil eben. Ja, krass, ja. Das ist ja total viel eingeschränkter ist. Der nächste grosse Teil ist dann weniger überraschend. Das ist mit etwa 25, schätze ich jetzt hier. Ja, um die 22 vielleicht, ist USA. Mhm. Und dann kommt Deutschland, Frankreich, Kanada. Die sind dann so ein bisschen ähnlich. Der Rest macht dann auch, verteilt sich. Aber interessant, dass in China vor allem extrem populär ist. Und dort ist auch Pokémon extrem populär, oder? China und Japan nicht? Ich kann das weiss im Fall einfach gar nicht. China weiss im Fall. China, also sie adaptieren schon ein bisschen viel voneinander jeweils. Auch wenn sie es nicht zugeben. Das sicher. Ja, genau, der letzte Punkt eben noch von wegen Pokémon. Das ist ja logisch. Das ist nicht lang gegangen und dann hat der erste auch schon einen Mod gemacht, wo das Ganze wirklich dann einfach, du bist in der Ash und die Viecher sind Pokémon. Der Toasted Shoes, das ist so ein australischer YouTuber, der hat den Mod mitentwickelt offenbar und hat dann auch das Video aufgestellt, wie das aussieht. Aber dort ist dann wirklich nicht lang gegangen, das ist Nintendo gekommen, das geht Takedown Notice für all die Videos. Das DMCA haben sie rausgelassen, also die werden alle gesperrt. Die Videos werden alle gesperrt. Und der Nexus Mod, das ist eine der grössten Mod-Seiten. Die haben es einfach angefragt und dort hat einfach einer gesagt, ja, sie fänden eigentlich das Prinzip cool, oder? Ist ja logisch, ist ja ein witziger Mod. Und ist ja grundsätzlich, haben wir gesehen, nicht das Problem so Sachen bei Mods, weil du machst dann nachher kein Geld damit. Aber sie haben auch gesagt, sie würden es nicht hosten. Also und, der Toasted Juice, der tut doch einmal, der verdient Geld damit auf Patreon. Der gibt regelmäßig so Mods raus und du hast halt wie ein Abo bei ihm, wo du 5 Franken im Monat zahlst. $5 und dann. Okay. Ah ja, gut, dann. Ist halt wie den Grenzwertigen, ja, weil er nicht explizit für den Mod Geld verlangt, sondern einfach für das, dass du auf ihm seine Sachen kannst zugreifen. Nein, also ich finde es okay, dass man für Mods Geld verlangt. Also das kannst du schon, weil schlussendlich hast du Arbeit investiert und ich finde ja auch, du darfst auch Sachen adaptieren. Das ist halt immer die Frage, genau, wie viel darfst du bei anderen Marken dir einfach das bedienen. Ja, finde irgendwie, eben, so Zeug finde ich eigentlich fast. Das stört mich fast mehr als andere. Weil irgendwie, ich finde so, ein Mod machen, ich weiß auch nicht, und dann, ja gut, man kann über alles diskutieren. Ich finde einfach cool, gibt es das eigentlich. Ich finde das mega lustig. Das gehört wie zum PC-Zeug dazu. Ich weiß nicht, wenn es gratis wäre, aber dann Nintendo würde doch genau gleich kommen. Ja, es ist halt wirklich 1:1 Figuren übernommen, die er einfach, glaube ich, drüber geleitet hat, oder so. Du siehst ja, dass der Ash ist und ich weiß, aber Pikachu und schon. So. Oder nicht? Aber ich muss mal blicken, es gibt ja schon seit eh und je kannst du die Games als Homer Simpson und als alles und das South Park-Figur und das ist witzig und das war nie ein Problem gewesen. Und Nintendo ist halt da einfach sehr strikt und ich kenne mich damit. Vielleicht sind einfach viel zu viele Fans gekommen und haben gesagt, Leute, das können wir nicht mit euch machen lassen. Und dann sind sie gesagt, ach gut, dann gemein. Halt, wir müssen ein bisschen Autorität wahren. Das ist gemein. Du sagst vom Mod auf Twitter, ist gewesen, Nintendo has come for me. Ja. Oh shit. Oh, mein Gott. Ja, das Kanal ist so scheiße, da brauchst du nur irgendwie 3 von diesen Takedown-Dings und dann ist dein Kanal, glaube ich, gesperrt, oder? Oh shit, ja gut. Noch der letzte Punkt, fragen, Michel, du hast ja gesagt, weißt du, wer zockt das? Sind das einfach die ganzen Pokémon-Spieler? Jetzt bei Steam? Offenbar nicht. Das hat auch der Game Discover Newsletter hat das ausgewertet. Und die meisten, die das gamen, du kannst nicht schauen, was gamen sie sonst, oder? Leute, die da das Palworld spielen. Und das sind wirklich, die spielen vor allem Monster Hunter World, Elden Ring und dann auch Risk of Rain. Also wirklich. Ja, aber Pokémon spielst du ja auch auf der Switch extrem. Und nicht auf Steam. Das ist doch irgendwie so ein bisschen. Nein, aber die Leute, die jetzt Palworld spielen, also meine, sind ja dann gleich, du kannst.
Ich sage nicht, dass sie nicht Pokémon auch spielen, aber sie sind offenbar keine Casual Games. Ja, aber wirklich so ein bisschen auch in dem Genre spielen. Offenbar. Oder halt. Ja. Also weil eben, all die drei, drei Spiele sind ja definitiv so ein bisschen klassische Core-Games. Ich kann mir eben schon vorstellen, dass das wirklich auch genau für so Leute ist, die sagen, ja, Pokémon ist an sich eigentlich schon cool, aber es ist mal wie zu wenig oder eben ein bisschen zu wenig brutal oder whatever. Ich würde ein bisschen mehr fighten. Dass man dann sagt, ah, warte, das ist ja ein bisschen wie Pokémon, aber eben, es hat ein anderes Gameplay, wo man mehr zusagt. Und dass dann die Leute anlockt, die sonst eben genau Pokémon drum nicht so unbedingt durchspielen. Das kann ich mir schon gut vorstellen, ja. Ja, es ist in jedem Fall ein Nerv getroffen. Und ja, wird sich völlig zeigen. Völlig. Also ich finde auch, meine Hoffnung ist, dass das Nintendo endlich mal ein bisschen einen Tritt in den Arsch gibt, weil ich finde Pokémon hure geil, aber seit Jahren, es ist eigentlich immer das gleiche Game, das rauskommt, wo minimal ein bisschen... Also, das finde ich aber, kann man nicht mehr sagen, seit Pokémon also Arceus. Also Open World angefangen hat, ja. Ja, aber auch die, die habe ich am Schluss recht enttäuschend. Also weißt du, aber es ist nicht mehr die gleiche Formel, wie es früher ist. Das heisst jetzt schon, aber was man kann bemängeln, ist sicher die Qualität des Spiels. Ja, ist, genau, das meine ich. Für im Vergleich, was für eine riesen Franchise das ist. So. Genau, du hast so noch mega viele Ressourcen und was rauskommt, ist irgendwie immer ein Game, wo du das Gefühl hast, das wirkt irgendwie immer noch wie eine Beta, oder da ist noch so viel Luft nach oben. Nach Arceus habe ich gedacht, okay, das ist mal ein erster Versuch in dieser Art von Open World und so, das ist okay noch, es ist cool. Aber irgendwie, was nachher kam, ist nicht besser gewesen. Die grosse, weißt du, wirklich so der grosse Gump zu, wow, mal wirklich, und Palworld, jetzt, ich habe Palworld nicht gespielt, ich habe keine Ahnung, aber es sieht optisch aus so, Pokémon, aber mit mal ein bisschen anständiger Grafik und Multiplayer ein bisschen mehr und ein bisschen mehr Gameplay, wo nicht nur einfach so wirklich stupid und simpel und kindlich ist wie Pokémon. Gut, das ist halt auch die Marke, man muss es nicht komplett verändern, aber es ist irgendwie so das, was man irgendwie ein bisschen gehofft oder gewartet hat oder dass Nintendo das auch mal ein bisschen mehr ausreizt, was das Potenzial eigentlich ist von Pokémon und nicht einfach immer nur das absolute Minimum von dem macht, was sie machen müssen, damit sie nachher gleich 24 Millionen Exemplare verkaufen, oder? Ja, und also, eben, ich glaube, das wird sich so schnell nicht ändern und der Erfolg von Palworld wird kommen und vorbeigehen und vor allem, es ist halt einfach die Konstellation, die der Phil vorher erwähnt hat, oder Nintendo, ist nur ein Teil von dieser Pokémon Company. Und es ist einfach ein riesen Konglomerat und die Games sind ja nur ein Teil vom ganzen Kuchen, oder? Pokémon ist so viel mehr. Es ist Merchandise, es ist Anime, es ist einfach alles hure durchgetaktet. Mhm. Und wenn das Spiel halt unfertig auf den Markt kommt, dann ist es halt so, weil es ist halt ein Teil vom grossen Ganzen und es müssen gleichzeitig Plüschfiguren rauskommen, es müssen neue Karten rauskommen. Und das ist scheißegal, ob die Games jetzt gut sind oder nicht. Die werden sich eh verkaufen und die werden Geld machen mit dem Merchandise. Und darum glaube ich nicht, dass sich in nächster Zeit irgendetwas wird ändern, auch wenn es noch viel mehr Pokémon-Kopien wird geben, die erfolgreich sind, leider. Das ist schade. Ja. Ich habe gehofft, Hoffnung, vielleicht das gibt denen mal ein bisschen... Arsch. Ja, eben mal ein bisschen Konkurrenz und Konkurrenz belegt. Ja, eben eigentlich. Hey, man kann ja hoffen, aber... Genau. Ja, ich wäre jetzt eigentlich so optimistisch. Du bist auch bei Suicide Squad nicht optimistisch. Hey... Ich hätte wirklich Lust, aber ich bin nicht optimistisch. Und nicht optimistisch bin ich auch, wenn ich solche Game-Branche die Entwicklung anschaue, weil es scheint gleich schlimm weiterzugehen, wie es letztes Jahr aufgehört hat, mit irgendwie 9'000 Entlassungen. Und obwohl es ein Rekordjahr war, rein wirtschaftlich für die Branche, haben es reihenweise Leute ausgestellt und es scheint jetzt einfach so weiterzugehen, oder Domi? Genau, es war ein trauriges Rekordjahr gewesen, letztes Jahr. Du hast gesagt, fast 9'000, je nach Quellen waren es sogar über 10'000 Leute, gewesen, die entlassen wurden, 2023. Und es sieht wirklich so aus, als würden wir 2024 auf ein neues Rekordjahr zusteuern, weil es ist noch nicht einmal Januar ganz durch und wir haben schon fast 4'000 Entlassungen in der Gaming-Branche weltweit gehabt bisher. Es sind 3'700 oder 800, so irgendetwas, plus minus. Das heisst, eben, das ist noch nicht einmal ein Monat durch, aber wir haben schon ein Drittel von allen Entlassungen von letztem Jahr schon durch. Und ja, es ist vor allem letztes Jahr ist es krass gewesen, oder? Ich finde, es war wirklich eines der besten Gaming-Jahre von allen Zeiten, von der Qualität her, von den Games, die sie rauskommen. Und es waren sehr viele Erfolgsstories gewesen, und trotzdem sind halt links und rechts Leute entlassen worden. Und bevor wir so ein bisschen auf die Gründe eingehen, wieso das so ist,
Schnell noch zwei Beispiele jetzt aus dem Jahr, wo es schon jetzt ein besonderes Herz getroffen hat. Das erste ist Unity. Für die, die Unity nicht kennen, das ist wahrscheinlich die grösste Game Engine der Welt. Sie sagen auch mal, 70% der Top-Seller auf Konsolen, PC und Mobile sind mit Unity gemacht worden. Okay. Ja. Ja, einfach. Oder sie haben wahrscheinlich die Masse, oder? Und, ja, und Unreal hat wahrscheinlich nicht die grossen AAA-Games, ja, aber Unity hat die Masse. Aber trotzdem Erfolg, sie waren nie profitabel gewesen und sie recht am Strugglen. Letztes Jahr haben sie schon 1000 Leute entlassen und dieses Jahr im Januar jetzt haben sie 1800 Leute entlassen. Das ist etwa 25% der gesamten Belegschaft. Und als Grund haben sie angeführt, hey, wir müssen sich zurück auf das konzentrieren, was wir wirklich können und alles andere wie müssen wir abbrechen, die Übung. Sie, vor ein paar Jahren haben sie beispielsweise, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Luca, von Pete Jackson, seine Visual Effects Firma, Weta FX, sagt ihr die etwas? Ja, natürlich, Weta sagt mir etwas. Das sind so neben, wie heißt die anderen grossen Player, die es noch gibt? ILM. Genau, aber Weta FX gehört sicher so zu den, zu den Top-Player, oder? Weta und ILM sind so die zwei grossen. Ja. Unity hat dort die Entwicklungsabteilung übernommen für 1,6 Milliarden Dollar, dass sie dort ins Filmbusiness einsteigen können. Die sind letztes Jahr wieder los geworden. Eben, wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir wirklich können. Wir können uns jetzt nicht nur auf Film konzentrieren, wir machen unsere Game Engine und gut ist. Und die Leute müssen gehen, wir müssen Kosten sparen. Riot Games hat es dieses Jahr jetzt auch recht stark getroffen. Riot Games, am besten bekannt für League of Legends, Valorant, für die E-Sports-Titel. Die haben 530 Leute entlassen, das ist etwa 11% der gesamten Belegschaft. Und auch die sagen, wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir wirklich können. Die haben ja vor 2-3 Jahren, glaube ich, die Riese-Initiative gestartet, dass sie League of Legends Games machen, die jetzt nichts mit dem Core-E-Sports-Produkt zu tun haben, sondern so kleinere Spin-off-Games, auch Singleplayer-Sachen. Aber die haben anscheinend niemand interessiert, die League of Legends. Ja, das ist schade. Als ich das gehört habe, dachte ich, das ist so eine langweilige Firma, die immer den gleichen Scheiß macht. Und dann haben sie zusammen mit ihren internen Problemen, wo sie dann eben endlich mal daran geschafft haben, in ja viele so sexuelle Übergriffe und so, wirklich so, ganz viel so Skandal gehabt. Das hat es auch gegeben, mit dem, was sie angefangen haben, das wirklich verbessern, offenbar spürbar. Und dieser Entwicklung, jetzt machen wir auch mal ein bisschen originellere Game. Und ich dachte, geil. Und jetzt offenbar hat sich das nicht ausgezahlt. Ja, das hat, glaube ich, fast niemand interessiert. Und vor allem nicht die Zielgruppe, glaube ich, die halt einfach League of Legends spielt. Die will halt einfach League of Legends spielen und nicht ihre Zeit verschwenden mit zusätzlichen Sachen, weil die müssen pro Tag halt 5 Stunden trainieren und haben keine Zeit für irgendein herziges League of Legends Jump'n'Run oder was auch immer da alles ist rausgekommen. Genau, das wird jetzt alles eingestampft und sie konzentrieren sich auf ihre E-Sports-Titel und alles andere fällt weg. Und wenn man sich so ein bisschen anschaut, was letztes Jahr passiert ist oder was die Gründe sind, wieso das letztes Jahr so viele Entlassungen hat gegeben, geht die in eine ähnliche Richtung. Und also es gibt natürlich ganz viele Gründe, man kann es nicht auf einen oder zwei abbrechen, aber so einer von denen, den ich am meisten gesehen habe, ist, dass viele Unternehmen anscheinend während der Corona-Pandemie und dem Gaming-Boom, den es dann gegeben hat, zu schnell gewachsen sind. Zu schnell in Sachen investiert haben, die sich nicht auszahlen, zu viel Geld ausgegeben haben und jetzt merken sie, hui, das war nicht wirklich nachhaltig, was wir da gemacht haben. Wir müssen jetzt zurückschrauben, eben, uns auf das konzentrieren, was wir wirklich können. Natürlich gibt es wirtschaftliche Faktoren, die nicht daraus kommen, wie hohe Zinsen, Inflation, bla bla bla. Aber halt einfach das Overspending, das passiert ist und zu viele Leute anstellen, sozusagen, ist ein grosser Grund gewesen, wieso das jetzt wieder schrumpft. Und du alles. Hast doch gesagt, ja, in dieser ganzen. Ja. Sorry, in dieser ganzen Expansionsding ist natürlich sicher auch viel Geld aufgenommen worden, um die Expansion zu finanzieren. Und jetzt mit den brutal steigenden Zinssätzen werden all die Firmen wahrscheinlich von ihren eigenen Zinsen aufgefressen und müssen, fahren halt Verluste. Also du hast doch gesagt, Tommy, dass es irgendwie recht erfolgreich aber war letztes Jahr, so generell, das Gaming-Jahr. Es hat einfach mega viele Erfolgsstories gegeben. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass dann auch die Industrie gefunden haben, hey, jetzt haben wir ein mega gutes Jahr eigentlich gehabt und mega gute Games rausgebracht und wir können es wie gleich nicht heben, um alle Leute angestellt zu lassen und um das finanziell irgendwie aufrechterhalten, dass es darum wahrscheinlich dann auch gefunden haben. Aber das stimmt im Fall eben offenbar gar nicht. Also was eben ich immer lese, ist, dass eben, so tut es einfach die Wirtschaft verkaufen, oder? Also, du tust ja nicht verkaufen, wir wollen einfach mehr Gewinn machen. Wir die oberen Top 5% wollen mehr Geld. Darum müssen wir euch rausstellen. Aber was ich so gelesen habe, sieht es einfach mehr nach dem aus. Oder? Eigentlich machen die, es läuft finanziell super und man kann es natürlich einfach immer optimieren. Aber
Ich finde es halt einfach irgendwie immer ungerecht, wenn einfach die oben, die ganzen Manager und so, die verdienen einfach weiterhin super viel. Und man tut einfach nachher irgendwie so das Fussvolk. Ja, genau, die kleineren Studios, die man immer irgendwie kurz aufbaut und findet, hey, also die verdienen jetzt doch nicht so viel, wie man denkt, dann stampft man es relativ schnell eben auch gerade wieder ein, wenn es nicht genug rendiert. Ja, also, ja, oder halt einfach, eben, man kann es halt einfach machen. Und eben, was da oft eben schon passiert ist, gibt so den Ripple-Effekt, oder? Mhm. Also die einen fangen erstens an mit dem, dann haben andere zum Teil das Gefühl, ja, wir müssen auch entlassen, oder? Sonst irgendwie, sonst können wir ins Nachtreffen, ins Hintertreffen. Und was es aber auch viel gibt, die Leute nutzen dann einfach die Entlassungswelle, um einfach Einsparungen, die sie schon lange wollen, machen, einfach dann auch noch gerade die drei rühren. Weil dann kannst du sagen, ja, wir müssen auch, oder? Weißt du, irgendwie Wirtschaft und so, schwierig, oder? Haben wir müssen machen. Und dann bist du nicht das Arschloch, wo einfach irgendwie in diesem Jahr irgendwie eben 10% von den Leuten entlässt, sondern du bist einfach eine weitere Story, oder? Genau, und es kann auch sein, dass du halt wie präventiv Leute entlässt, weil du das Gefühl hast, dass die anderen dann werden Leute entlassen. Und wenn die anderen Leute entlassen, dann werden sie profitabler, als du es bist. Und darum machst du es wie im Voraus schon zum dem vorgreifen. Und das ist dann so wie ein doppelter Ripple-Effekt irgendwie. Ja. Und der Kostenblock Personal ist halt das, was du am schnellsten kannst abschneiden, einfach ohne irgendwie Komplikation. Also klar, Komplikationen gibt es nicht, aber für einfach so als Move haben wir entlässt 1000 Leute, das ist relativ einfach gemacht, oder? Für die Aktionäre ist einfach, genau, da wo zählt, ist einfach die Aktie, die gut läuft. Und das sind halt meistens Aktienfirmen, oder? Genau, eine lustige Aussage von einem Branchenanalyst gefunden. Der Serkan Toto heisst er, der sich gut auskennt der Gaming-Branche. Und der sagt, CEOs sind sowieso oft der Meinung, dass 15-20% von ihren Mitarbeitenden zu jedem Zeitpunkt überflüssig sind. Nein. What? Was? Was heisst das? Nochmal. Du bist eben sowieso, eben, wo müssen wir Kosten sparen? Ja, 20% sind überflüssig. Tun wir einfach mal so plus minus 10-20% entlassen. Wow. Also das ist so ein bisschen das Denken. Ob das dann noch nachhaltig ist, sei dahingestellt. Und dann hat es natürlich auch eben so Spezialfälle gegeben, wie die Embracer Group, das europäische, aus welchem Land sind die, Phil? Weißt du, Schweden, glaube ich. Schweden. Ja. Das riesige Medienkonglomerat, das in den letzten Jahren alles Mögliche aufgekauft hat an Publisher- und Entwicklerstudios. Das ist jetzt so ein Spezialfall, die hat einfach viel zu viel Zeug aufgekauft und merken jetzt, sie sind nicht mehr liquid und müssen Studios schließen oder wieder verkaufen. Und so Riesenfälle oder so riesen Spezialfälle hat es dann auch gegeben, wo irgendwie fernab von jeglicher Logik, wenn wirklich, was die alles aufgekauft haben, das ist unglaublich. Und jetzt merken sie halt auch, das ist vielleicht mehr, vielleicht ein bisschen zu viel im Portfolio. Ja, vor allem dort ist offenbar tatsächlich so gewesen, dass dort der Chef, das ist so wie wirklich, was ich gelesen habe, wie so ein kleiner Bub, der einfach findet, oh, geil, ich will das. Weißt du, er ist ein Fan, aber wirklich einfach, oh, geil, das will ich auch noch, ich will auch das Studio. Der will einfach alles haben und dann ist die nächste Milliarde von aus den Arabischen Emiraten gekommen und dann ist schon, zack, Gott, fast hops, oder? Und dann zerkehrt das ganze Kartenhaus, das man sich aufgebaut hat. Ja, genau. Und eben, du hast auch noch drin, da Piranha Bytes, da das, also ein Traditionsstudio. Also, was ist jetzt Blue? Ah, Piranha Bytes ist der Name, ja, genau. Piranha Bytes ist der Name, genau. Mit Gothic, von dort kennt man die vor allem. Oder Elex in ihre letzten Game, wo aber, glaube ich, nur noch der Martin Jude vor uns gespielt hat. ja, aber die jetzt auch genommen. Und genau, ist immer noch nicht 100% offiziell, oder ist es? Also, das Gefühl, die Geschichte ist irgendwie immer noch so ein bisschen unklar, aber es ist ziemlich sicher, dass es die genommen hat, ja, dass die nicht mehr existieren. Und die sind eben auch von Embracer irgendeiner Konstellation auch bei Embracer gelandet und müssen jetzt schliessen. Aber die sind einfach aus der Zeit gefallen halt mit den Games, einfach irgendwo, die haben einfach den Übergang nicht geschafft und dann sind dann die auch ein leichtes Opfer gewesen, um dem vor zu streichen, wenn es dann auch jemand anderem gehört. Ja. Ja, kommt, dann gehen wir eins weiter. Es geht weiterhin um Geld. Bei uns geht es immer um Geld. Wir sind schließlich ein Wirtschaftspodcast. Moment. Ja, wir reden mal wieder über Netflix. Und wirklich, man hat wirklich das Déjà-vu alle paar Monate. Ja. Und die Preise gehen mal wieder ruhen. Vorläufig in den USA, aber nur indirekt. Oder wie ist das genau, Luca? Ja, genau. Es gibt zwei grosse neue Entwicklungen bei Netflix. Die eine ist eben genau das, was du gesagt hast. Netflix hat Quartalszahlen 2023 veröffentlicht, vor ein, zwei Tagen. Und dabei ist halt nicht nur rausgekommen, dass man mal wieder mehr Umsatz macht und neue Abonnentinnen und Abonnenten hat. 260 Millionen sind es jetzt mittlerweile.
sondern auch, dass man die Preise indirekt erhöhen will. Und das funktioniert so, indem man einfach sagt, hey, wir tun jetzt das günstigste Abo, das wir haben, nämlich das Basisabo. In der Schweiz zum Beispiel kostet das 11.90 Franken pro Monat. Das streichen wir jetzt dann einfach. Und zwar in den Ländern, wo schon ein werbeunterstütztes Abo eingeführt haben. Also das ist das Abo, wo du zwar weniger zahlst, aber dafür hast du einfach immer Werbeunterbrüche während dem Streamen, vor dem Streamen, nach dem Streamen. Albtraum. Ja, eben. Und was ist die Idee dahinter, oder was ist die Überlegung dahinter? Also zum Start das Streichen, das mit dem fangen jetzt in Kanada und in den Vereinigten Königreichen an, im Quartal 2 2024, und eben dann nachher wird das auch in anderen Ländern übernommen. Was ist jetzt aber die Idee dahinter oder die Überlegung? Die Überlegung ist, ja, Netflix nimmt offenbar mehr Geld aus werbeunterstützten Abos ein als aus dem Basisabo, wo 11.90 Franken kostet, weil halt, ja, wenn du Werbung schaust oder wenn du Werbeverträge kannst machen, dann gibt das halt Geld für dich, oder? Und sie sagen, ja, wenn wir jetzt den Basistarif streichen, dann ist die Kluft zwischen dem werbeunterstützten Abo und dem neu, dann halt günstigsten Abo ohne Werbung viel grösser. Das wäre dann zum Beispiel bei uns in der Schweiz ein Standardabo für 18.90 Franken. Dann sagen die Leute, die heute auf einem Basisabo sind, werden die eher zum Standardabo wechseln und halt dort mehr zahlen, oder werden sie eher zum Werbeabo gehen, wo Netflix halt auch mehr damit verdient? Wahrscheinlich eher zum werbeunterstützten Abo, aber so oder so, egal was die Leute machen, am Schluss bedient Netflix mehr pro Abo. Das ist eigentlich die ganze Idee dahinter, und darum, ja, kann man quasi von versteckten Preiserhöhungen oder von indirekten. Es wird, Netflix muss die Preise nicht erhöhen und verdient trotzdem mehr Geld pro Abo als vorher mit der Aktie. Ja, eigentlich eine intelligente Überlegung. Das sind sicher teuflische Mutmaßungen von dir. Oder? Das sind sicher teuflische Mutmaßungen von dir, oder? Nein, haben Sie das ehrlich so gesagt? Nein, natürlich nicht. Nein. Also das nicht. Ich weiß doch nicht. Sie haben es genau so verkündet. Sorry, aber ihr müsst wechseln. Die werden wahrscheinlich irgendetwas gesagt haben, von es ist nicht effizient oder keine Ahnung was. Wir müssen den Market shiften. Ja, wir wollen einfachere Strukturen. Es ist, unsere Abo-Struktur ist ein bisschen zu kompliziert. Wir wollen es ein bisschen entschlacken. Wir wollen es ein bisschen effizienter machen, ein bisschen Fett abschneiden. Oder? Straffer. Genau. Und so. Das ist natürlich, ja, und was man aber auch noch muss sagen mit dieser Ding, mit dieser Neuigkeit, also der Fakt, dass eigentlich das Basisabo im Moment in diesen Ländern, wo das werbeunterstützte Abo schon existiert, zum Beispiel in Deutschland, da kann man schon heute das Basisabo nicht mehr neu buchen. Also als neu kommt, kannst du jetzt nicht zu Netflix kommen, das Basisabo machen. Dort ist es jetzt schon weg. Und auch in den Vereinigten Königreich und auch in Kanada. Das heisst, so wie Netflix das formuliert hat, tönt das eigentlich so, dass jetzt sogar Bestandeskunden aus dem Basisabo gekickt werden mit dieser Massnahme. Also wer heute ein Basisabo hat, der wird nachher rausgekickt. Der kann nicht sagen, ja, ich habe es schon vorher gehabt, ich habe noch ein Jahr Laufzeit oder so, ich kann mich jetzt nicht rauskicken. Und das ist wirklich noch recht krass, so wie es tönt, so wie man es interpretieren kann, die Meldung, ist wirklich, hey, Bestandeskunden werden jetzt auch aus dem Basisabo gekickt. Es wird komplett aufgegeben, es wird komplett gestrichen, man wird die Leute quasi zwingen, um sich müssen entscheiden, und zwar wirklich schon bald. Wenn es aber eben in Deutschland und in der Schweiz so ist, das ist noch nicht bekannt. Bei uns gibt es ja noch nicht mal das werbeunterstützte Abo. Also bei uns ist sicher noch eine Geschichte, die heute oder morgen passiert, aber es braucht jetzt nicht einen Prophet, um zu wissen, ja, was da in den USA oder in Kanada, was da am Anfang geht, das wird auch mal bei uns kommen. Das ist schon mit dem Paid-Account-Sharing und so weiter gewesen. Das wird kommen. Das wird 100% kommen. Das zweite Thema, das zweite grosse Thema ist Wrestling. So random. Eigentlich. Are you ready to rumble? Genau. Das ist gar nicht Wrestling. Nein, es tönt random, aber eigentlich das Thema, es wird am Wrestling aufgehängt, aber eigentlich das Thema ist ganz anders. Nämlich, was ist rausgekommen? Netflix hat einen neuen Mega-Deal mit der World Wrestling Entertainment, keine Ahnung was, Company gemacht, also mit der WWE. WWE. Und zwar, dass ab Januar 2025 nicht mehr NBC Universal das bekannte wöchentliche Wrestling-Format Raw ausstrahlen wird, sondern eben Netflix. Also wirklich als linear oder sag mal als Live-Event, immer am Montagabend. Damit ist erstens mal das Format Raw, wo nach 30 Jahren, also das höchst erfolgreiche und auch bekannte Format Raw, das kann sogar ich als Wrestling-Noob kennen, Raw. Und damit wechselt das Format nach 30 Jahren im linearen Fernsehen zu Netflix auf Streaming.
Und ja, Netflix steigt damit jetzt mal auch wirklich ernsthaft in die ganze Live-TV-Geschichte und wird damit wirklich auch zu einem neuen grossen Konkurrent für, wie sagen wir denn, ja, für Fernsehsender, für die klassische gute alte Fernsehsender. Und was das Netflix kosten wird, ist auch nicht wenig, nämlich 5 Milliarden Dollar verteilt über die nächsten 10 Jahre. 5 Milliarden. Das ist viel, ja. Das ist verdammt viel. Für etwas, wo... Das Lustige ist, ich habe schon vor, ich glaube, 2,5 Jahre oder so, ich habe mal einen Artikel gemacht, ich glaube, 2020 ist das gewesen, gerade so mitten in der Pandemie, wo eben Netflix ein bisschen Mühe hat, wo sie ein bisschen so Abo-Schwung hat, und vielleicht ist das auch 2021. Nein, sorry, das ist letztes Jahr gewesen. Ich habe gerade ein bisschen Confusion gemacht, aber... Letztes Jahr haben wir ja ein bisschen so das Thema gehabt, dass Netflix ein bisschen Abo-Schwund hat und ein bisschen Gewinnrückgang. Nicht Verlust, Gewinnrückgang. Oder? Und das hat ein bisschen die Leute ein bisschen aufgeschürt und so. Und dann haben wir dort das Thema gehabt, ja, Netflix sucht vielleicht sogar im Live-Sport nach neuen Umsatzmöglichkeiten. Das ist jetzt genau passiert, oder? Also ja, mit dem haben sie auch schon experimentiert, oder? Hast du das Gefühl, gewisse Sachen sind doch schon mal live gelaufen, oder habe ich mir das eingebildet? So wie ich es gelesen habe, im Fall nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass auf Netflix. Ich kenne von Disney Plus ist mal ein Konzert von Elton John live übertragen worden. Netflix wäre es mir jetzt neu, aber es kann schon sein, dass sie vielleicht schon experimentiert haben, aber nicht mit so etwas wie Hast du das Gefühl, in 2 Jahren werden wir darüber reden, dass Netflix auch sagt, wir müssen uns wieder auf das konzentrieren, was wir wirklich können? Und dass die Live-Sachen und Netflix Gaming und all das Zeug, dass das wieder weggeht. Also das Gefühl, sie probieren sehr viel unterschiedliches Zeug. Dann machen sie jetzt wieder neue DVDs möglich. Und Blu-Rays. Weil sie gefunden haben, wir gehen wieder zurück zu den Basics. sie haben jetzt Wednesday bringen sie jetzt neu als DVD-Version raus. Und eben Disney Plus hat das ja auch schon gemacht mit Mandalorian. Bringen das wirklich als, aber nicht wirklich als DVD? Also Blu-ray. DVD und Blu-ray hat es geheissen. Ist nur Blu-ray? Ich habe gemeint, beides. Ich habe Ruck zum physischen Speichern. Also ich habe noch einen DVD-Player und ich würde den behalten, weil ich nicht abhängig sein von Netflix, falls die mal aufgeben. Also, das stimmt, sie suchen immer nach neuen Umsatzmöglichkeiten. Das ist, liegt auch in der Natur einfach vom Business. Man sucht immer nach neuen Möglichkeiten. Und Disney Plus kann ich es auch verstehen. Die machen ja auch einen Haufenweise Verlust. Und sie suchen irgendwie nach Möglichkeiten, ihren Content halt noch lukrativer oder noch, wie sagen wir dem, einfach, dass sie noch mehr Geld mit ihrem Content können verdienen können. Und darum tut man Mandalorian auch noch als Blu-ray-Box verkaufen. Netflix zum Beispiel macht jetzt ja immer noch massivst Umsatz und Gewinn. Wednesday dafür ist aber wirklich auch eins von dem mit Abstand. Also ich bekomme jede Woche ein Update von Just Watch. Das ist so eine Seite, die trackt auch in der Schweiz, also wirklich auf die Schweiz bezogen, was sind die meist gestreamten Inhalte und so. Und hey, Wednesday ist immer dort in der Top 10 seit Monaten. Ich weiß auch nicht, es ist krass. Darum kann man vorstellen, okay, mit so etwas Populärem, wenn Netflix die Möglichkeit hat, mit dem mehr Geld zu verdienen, machen sie das. Ich glaube nicht, dass jetzt Netflix wird anfangen, jede zweite Serie auf DVD rauszubringen, aber halt so einen massive Erfolg wie Wednesday. Die Frage ist aber, Tommy, sorry noch, ob das wird heben mit dem Live-Sport. Ich glaube, die Idee dahinter oder die Überlegung dahinter ist, NBC Universal, für sie ist Raw ein brutaler, nicht nur ein brutaler Quotentreiber, sondern natürlich mit den Zuschauerzahlen auch mega für Werbegelder. Also die Werbung, die Werbespots, die sie können verkaufen während dem Live-Event, sind natürlich hure lukrativ. Und jetzt haben wir gerade angefangen mit der Diskussion mit den werbeunterstützten Abos, oder, wo Netflix pushen will. Spielt genau in diese Strategie, oder? Wenn natürlich mehr Leute das werbeunterstützte Abo haben, dann werden all die Werbekunden, die jetzt bei NBC Universal sind und dort Raw schauen, werden mit dem Format, mit dieser Serie oder mit diesem Dings zu Netflix wechseln und dort die Werbung zahlen bei Netflix. Also das gibt Netflix wieder mehr Geld. Also ich weiß nicht, was Netflix, wie das in 2 Jahren wird aussehen, aber denn die Überlegung dahinter ist auch da wieder absolut einleuchtend. Warum Live-Sport? Live-Sport ist immer ein Treiber, auch schon fürs Kabelfernsehen eigentlich. In den USA einer der Haupttreiber, warum Leute überhaupt noch Kabelfernsehen bezahlen in den USA, oder? Die ganzen Live-Sport-Events, die es nur im Kabelfernsehen gibt. Wenn das jetzt auch noch auf Netflix geht, dann gehen auch die Werbegelder zu Netflix. Und Netflix hat da sein werbeunterstütztes Abo, wo sie jetzt mit neuen Massnahmen noch mehr pushen und dadurch auch wieder attraktiver werden für all die Werbekunden. Es spielt alles zusammen, oder? Und das ist so ein bisschen das große Ding. Ich habe das Gefühl, die Gleichung hätte ich jetzt auch noch lösen können. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass die aufgeht, die Rechnung. Ja, absolut. Ja, komm,
Gehen wir noch eins weiter. Das finde ich dann auch spannende Neuigkeiten, auch wenn jetzt nicht sehr überraschende Remakes und Remaster und was kennen wir schon der Gamebranche und Filmbranche ist ja nicht viel anders. Darum soll es auch wieder mal einen neuen, alten Jurassic Park geben. Ja, es gibt einen neuen. Offenbar, und zwar hat das der Hollywood Reporter berichtet gestern, dass Universal Pictures schon an einer neuen Jurassic World Saga schafft, oder? Also wir haben Jurassic Park Trilogie in den 90er, frühen 2000er Jahren. Und dann haben wir Jurassic World Trilogie, die jetzt gerade in den letzten 5 Jahren aktuell war. Und das, was sie jetzt macht, die neue Saga, sagt explizit eine Jurassic World Saga. Also nicht irgendwie ein Remake oder so, sondern jetzt geht es einfach weiter. Und sie sagen, scheint, so sagt der Hollywood Reporter, schon recht weit damit. Nämlich das Drehbuch, das sei schon mehr oder weniger fertig geschrieben. Das steht und geschrieben hat es der David Koepp. Das ist für Nerds ein bekannter Name. Das ist nämlich auch der, der schon die ersten 2 Jurassic Park Drehbücher geschrieben hat. Damals noch basierend auf dem Roman von Michael Crichton, der mittlerweile nicht mehr lebt. Und halt, ich glaube, der hat eine Fortsetzung geschrieben gehabt, aber wir sind jetzt weiter weg von diesen Büchern, von dem Material, vor allem jetzt auch mit Jurassic World. Und naja, dass der David Koepp zurückkommt, ist, glaube ich, mal eine gute Nachricht, würde ich sagen, weil Jurassic World, also die Saga-Trilogie, ich weiß nicht, wie ihr es seht. Also den ersten habe ich noch okay gefunden. Das ist noch ein bisschen so ein Nostalgietrip und so, aber der ist noch okay. Und dann geht es recht schnell bergab und der letzte ist wirklich, also der letzte ist einfach nur Scheiße. Also ja, der letzte wieder besser gefunden. Ja, der zweite schlimm gefunden. Der zweite war echt dumm gewesen. Ah, oh, okay. Ja, der letzte ist wenigstens hat viel Fanservice drin gehabt. Und so, ja, wie so Szenen nachgestellt wurden aus den alten Filmen mit den alten Schauspielern und so. Das war unterhaltsam. Ich habe gefunden, es war ein gutes Popcorn-Kino. Aber das zweite war einfach nur dumm. Also die Dialoge haben mich aufgeregt. Du hast wirklich das Gefühl, sie haben das Gefühl, die Leute, die den Film schauen, sind einfach nichts irrbieren. Und du musst ihnen alles erklären und alles im Detail in den Dialogen. Das hat mich so aufgeregt. Aber das die stimmt. Idee finde ich geil von der World-Serie eigentlich, dass Dinosaurier in unsere Welt bringst. Also dass es nicht, dass genau. Es nicht in einem abgeschlossenen Park ist, sondern dass sie in unserem Ökosystem leben, dass sie in unserer Natur leben. Aber wie es umgesetzt ist, ist einfach dumm. Es ist so schade. Aber genau jetzt, das ist es, oder? Im dritten Teil. Jetzt, am Schluss vom zweiten sind sie jetzt offiziell wirklich in unsere Welt angekommen. Jetzt müssen wir mit denen koexistieren. Ja. Und was machen sie aus dieser Prämisse im dritten Teil? Eine verdammte Heuschreckenplage. Wer kommt auf die Idee? Du reitest auf dieser Heuschreckenplage um, aber das ist ja nur ein kleiner Teil vom Film. Nein, das ist der ganze Film. Das ist nur ein kleiner Teil. Ich muss jetzt den mal schauen, damit eine dritte entscheidende Meinung kann reinbringen. Ein Schiedsrichter. Was mein Problem ist eher, dass Dinosaurier einfach immer wie mehr zum Monster werden in den Filmen und nicht zum Tier. Das Spannende am ersten Jurassic Park oder an den ersten 2 Filmen, sag ich jetzt mal, war, dass du sie noch als Tier gesehen hast. Klar, aber Raubtier, die Menschen jagen und Menschen fressen, logischerweise, aber es sind Tiere gewesen und in den neuen Filmen sind es einfach Monster. Einfach so Hollywood-Monster oder Godzillas und so, die rumlaufen. Das finde ich schade, dass so ein bisschen der Charme verloren geht. Und vielleicht jetzt mit dem Kopf, der zurückkommt, vielleicht findet man da wieder irgendeine Linie zum Zurückkommen. Aber eben jetzt mittlerweile mit all dem Zeug, was passiert ist. Und im letzten Film sind sie auch als Waffe benutzt worden, die Velociraptoren. Ja, nein. Es ist schwierig, zurückzukommen von dem, dass man wieder so, ja, dass wieder ein bisschen mehr grounded ist und ja, für dich sicher realistischer. Ja. Und ich hoffe, Chris Pratt, seine verdammte scheiß Hand bleibt jetzt mal weg. Der hat jede Dinosaurier auf. Hat er ja gezähmt, indem er einfach seine flache Hand entgegen. Und dann haben alle anderen Charaktere haben sie abgeschaut und auch aufgemacht. Und das Geilste ist, es hat immer funktioniert. Aus irgendeinem Grund. Das funktioniert. Wenn sie das gewusst hätten früher, dass einfach in die Hand aufheben. Stopp! Ja, gell? Einfach so, stopp halt. oder keine Ahnung was. Das ist wirklich so der erste Teil ist ja wirklich noch so auch ein bisschen so die ganze ethische Frage, ob Menschen dürfen so weit Gott spielen und eine Rasse, eine Spezies, die seit Millionen von Jahren ausgestorben ist, wieder zurückholen, ist das richtig oder nicht? Ich meine, weißt du, der Wonder of Life einerseits, aber andererseits halt auch wirklich Gott spielen und etwas so machen. Und das ist noch spannend, das ist die Frage. Und die, eben, wie du gesagt hast, Domi, Dinosaurier sind kein Monster in dem Film, sondern sind eben Tiere. Es ist eine Tierart, die halt extinkt ist. Aber und das ist in den neuen Filmen überhaupt nicht. Das sind wirklich einfach nur da zum Menschen fressen und that's it. Also. Und im ersten Film hat es irgendwie
Dinosaurier on screen waren nur 15 Minuten gewesen, insgesamt vom ganzen Film. Oh. Und jetzt hast du das Gefühl, du hast Glück, wenn sie mal 15 Minuten nicht on screen sind. Das ist also so ein Unterschied. Was eben nicht für die menschlichen Charaktere spricht. Weil genau. Das heisst ja, irgendwie deine menschlichen Charaktere sind offenbar nicht spannend oder interessant genug, um irgendwie mit diesem Film. Das ist auch in der ersten, wie du sagst, in der ersten Jurassic Park, es dreht sich auch um die Menschen, um die Charaktere, die dort auf dieser Insel sind, wie sie miteinander interagieren, ihre Ideen, ihre Ansichten, wie das Clash aufeinander. Das ist alles mega spannend eigentlich. Und Dinosaurier sind einfach dort halt als Tier, als Mittel zum Zweck für die Dramatik, für die Spannung und so. Aber dort hast du eine Story, dort hast du Charaktere, dort hast du halt alles, was einen guten Film macht. Und das hast du in der Jurassic World Trilogie einfach alles nicht mehr. Ja. Sie müssen sich eine Scheibe abschneiden vom Godzilla Minus One. Ich muss den immer noch schauen. Den kann ich auch nicht sehen, aber der hat ja offenbar wenig Godzilla und viele Menschen. Der muss sensationell sein. Habe ich genau. Aber Luca, hast du Jurassic Park Survival, hast du das Game gesehen? Den Trailer dazu? Ich habe das gesehen, ja. Ich bin das sieht dafür richtig geil aus. Ja. Das wird besser als der neue Film, das sage ich jetzt schon. Ja, da glaube ich. Da bin ich auch pumped. Dann würde ich sagen, machen wir gerade weiter mit dem Big Screen. Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen. Und im Big Screen dort, hat der Luca Echo gesehen. Und zwar schon seit vor ein paar Wochen, aber das ist doch noch eine bemerkenswerte Marvel-Serie. Ist sie gut, ist sie schlecht? Sie ist einmal ab 18, das ist schon mal interessant. Das ist schon mal sehr interessant. Das war eigentlich auch der Punkt, der mich am meisten wirklich hellhörig werden lassen für Echo. Ich habe sogar die Presse, sagen wir dem, so Vorzugang gehabt. Ich wollte eigentlich auf den Release am 9. Januar ein Review schreiben. Und dann hat es mich genommen und dann bin ich ein paar Wochen weg. Also, Echo ist seit dem 9. Januar auf Disney Plus und das erste Mal auch wirklich, auch da wieder etwas, was auch noch neu ist, das erste Mal gerade 5 Folgen in einem Schnurz veröffentlicht. Also nicht so wie üblich immer eine Folge pro Woche, sondern alle 5 Folgen auf einem Touch an 50 Minuten. Und gerade nachdem hat sie flach gelegt. Ich sehe ein Muster. Das war zu viel. Eigentlich schon vorher. Aber ich habe gehofft gehabt, bis dann bin ich wieder fit. Ja, und ich, nach dem Schauen weiss ich eigentlich wahrscheinlich auch, warum man gerade 5 Folgen angetatscht hat, weil niemand würde das jetzt Woche für Woche verfolgen, wenn man es müsste. Das ist einfach, ja. Ich tue schon ein bisschen vorgreifen und vorgreifen hast du ja auch schon. Eben, es ist ab 18, es ist die erste Serie von Marvel Studios, die erste Marvel-Serie von Marvel Studios, die ab 18 ist. Und das ist ja, für ein sehr familienfreundliches Disney-Marvel-Studio schon etwas mega Neues. Und ich habe gehofft, hey, da kommt jetzt etwas raus. Um was geht's in Echo? Habt ihr Hawkeye gesehen, die Serie? Nein. Voilà. Und damit haben wir schon mal das damit ist alles gesagt. Deine Sendeanalyse habe ich ums Gegengelesen. Genau. Und damit haben wir schon mal ein grosses Problem, weil zum mit Echo rauskommen, muss man schon fast Hawkeye sehen. Ah, da. Also, oh Mann, ich bin so verwirrt gewesen. Ich so, hä? Ja. Weil Echo, die Hauptprotagonistin, sie wird eben in Hawkeye eingeführt. Und das ist die taubstumme Maya. Und ihre Wurzeln gehen bis zurück zu den Ureinwohnern von Amerika, zu den ersten. Und die erste Folge von Echo versucht zwar nochmal ein bisschen zusammenzufassen, was mit ihrem Charakter war, aber wenn man die Serie vorher nicht gesehen hat, dann ist man, glaube ich, wirklich ein bisschen verloren. Und die Story ist eigentlich, dass ihre Mutter sehr früh gestorben ist. Seitdem wird sie von ihrem Vater allein aufgezogen. Im Dunstkreis von der Maya befindet sich aber auch immer der Wilson Fisk, der vielen besser bekannt ist, vor allem der Comic-Kenner, als der Kingpin. Den kennt sogar ich. Den kennst sogar du. Der ist nämlich auch der gleiche. Das ist der gleiche Bösewicht aus Daredevil, der Netflix-Serie. Und das ist wirklich auch da, wo es eben übergeblendet hat, wo man die Daredevil-Serie von Netflix jetzt zum Marvel-Kanon gemacht hat, in dem eben der Kingpin aus dieser Serie, aus Daredevil, auch in Hawkeye vorgekommen ist und jetzt natürlich in Echo. Der war immer in ihrem Dunstkreis, aber wie ist das zeitlich? Kannst du das kurz sagen zu Daredevil? Zu Daredevil spielt nachher. Also, okay. Also, die Haupthandlung von Echo spielt alles nach. Also es ist alles in der Gegenwart, mehr oder weniger. Das ist nicht irgendwie ein Prequel oder so etwas. Ja, und eben wie gesagt, zu Beginn von Hawkeye wird dann der Echo, der, ich sage immer Echo, der, zu Beginn von Hawkeye wird der Maya ihren Vater eben umgebracht
und zwar vom Hawkeye. Und darum schwört Maya im Hawkeye dort in dieser Serie Rache. Aber am Schluss von Hawkeye erfahrt sie, dass es ausgerechnet der Kingpin war, der eigentlich den Mord an ihrem Vater in Auftrag gegeben hat. Und Hawkeye endet dann so, dass Maya dem Kingpin eine Kugel in den Kopf jagt und meint, dass er tot ist und damit in den Sonnenuntergang reitet sozusagen und abhaut. Und jetzt sehen wir am Anfang vom Echo, dass ja, es ist, der Kingpin hat das tatsächlich überlebt, er lebt noch und jetzt ist er, der eben Jagd auf sie macht. Er hat das ist... Büchli versteckt gehabt, wie seiner Stirn. Ja, nein. Es ist, nein, nicht so etwas Billiges, aber es ist einfach so. In diesem Universum überlebt man so Zeugs halt. Wenn mit der richtigen Technologie überlebt man das. Und der Kingpin überlebt das auch und jetzt ist er es eben, der Rache auf sie macht. Das ist die Story. Und darum ist es eben auch ein bisschen so schwierig, um mit dem Charakter reinkommen. Wenn man Hawkeye noch sieht, dann ja, ist es wirklich so, hä, warum sollte mich die jetzt kümmern? Gibt es keine Zusammenfassung oder so, irgendetwas am Anfang vor sich? Ja, eben, die erste Folge, fast die ganze erste Folge, ist ein bisschen ein Retelling von ihrem Story, von ihrer Story in Hawkeye und ein bisschen ein Hinzufügen und ein bisschen ja. Mehr Fleisch machen. Aber ich habe das Gefühl, wer Hawkeye noch gesehen hat auch, wird auch in dieser ersten Folge, wo das versucht, ein bisschen verloren sein. Also man checkt, dass so eine Vorgeschichte darstellen und dass es wirklich um sie geht und so und da alles rundherum. Aber man weiss halt wie nicht, warum sie... Ja, ich einfach genau nur die erste Folge und ja, wir müssen mega durchkämpfen und bist so verwirrt gewesen. Also denk, nein, wenn das so weitergeht. Ah, du hast sie geschaut, die erste Folge? Ah gut, sehr gut. Eben genau. Also dann mit dem Eindruck, den ich habe, bestätigst absolut. Du eigentlich, oder? Du sagst, ich bin wirklich irgendwie nicht ganz draus gekommen. Es ist, ja, aber warum sie wichtig genau ist und was sie für eine Rolle hat und so, du weißt es einfach mega lange nicht. Und dann, wenn du so eine Stunde lang so schaust, bist du auch so, okay. Ja. Hä? Gell? Das ist eben das, was ich befürchtet habe. Und darum ist das schon mal ein schwerer Stand für Echo. Und darum hat man wahrscheinlich auch gerade alle 5 Folgen, weil wer nach dieser Folge jetzt, wer würde jetzt unbedingt eine Woche warten, um weiterzuschauen. Ich habe eben gemeint, hey, eben mit dem R-Rating bekommen wir mal etwas Neues. Marvel bewegt sich mal aus seiner Komfortzone, aus ihrer Komfortzone raus, bringt uns mal ein bisschen wirklich harte Kämpfe mit Blut, Gewalt und krasse Bilder. Vielleicht nicht gerade so John Wick-Style, aber ein bisschen so wie Daredevil halt auf Netflix war. Vielleicht die haben, ich weiß nicht, ob ihr Daredevil gesehen habt. Das ist geil. Oder sogar Punisher. Das ist ja eigentlich noch recht geil. Und ich habe mehr von dem gehofft. Und tatsächlich hat Echo das sehr, sehr wenig. Obwohl die Serie ab 18 frei ist, die erste Folge, die Michelle jetzt auch gesehen hat, hat noch am meisten von dem Dark and Gritty und so und ein bisschen eben von diesen Fights. Es hat eine Fight-Szene, die bei 10 Minuten geht und ohne Schnitt auskommt. Und das ist wirklich wie aus Daredevil aus besten Zeiten das kam. Und dort habe ich auch noch gedacht, okay, komm, das kommt noch gut. Das ist jetzt die erste Folge, ist ein bisschen holprig, aber wir haben ja nur 4 Folgen und das kommt gut. Und es ist leider dann nachher, schwappt es wieder ziemlich über ins übliche Marvel-generische Serie. Also wirklich die Serie, wo ja, sie sind nicht besonders lustig, sie sind aber auch nicht besonders, nicht, also weißt, der Humor ist ein bisschen da und die Action ist ein bisschen da, aber sie ist ein bisschen generisch und Charaktere haben ihre billige Dialoge, wo die Hälfte mehr ist, zum Erklären. Es ist alles ein bisschen durchschnittlich. Und dann kommt dazu, dass, und das tut mir fast ein bisschen leid, das so zu sagen, die Maya ist ja taubstumm, Comicfigur, und sie haben für das den Quillana Cox castet, wo ebenfalls, ich glaube nicht taubstumm, aber schwerhörig ist, also wo das sehr, sehr gut kann spielen. Aber was heisst das, wenn du das schaust, wenn deine Hauptfigur weder redet, noch einfach nicht redet, oder? Wenn du die Figur im Comic hast, du liest ja eh jeden Text. Yeah, yeah. Ob er jetzt gedacht ist vom Charakter oder ausgesprochen, das funktioniert gut. Aber in Serienform hast du einmal einfach einen Dialog zwischen zwei Charakteren, wo die ganze Zeit nur mit der Hand gestikuliert. Und irgendwie so, du liest dann unter den Text und verpasst vielleicht noch ein bisschen von ihren Emotionen, von ihrem Schauspiel, aber irgendwie es ist schwierig, sich wirklich mit dem Charakter zu identifizieren, wenn der nie ein Wort sagt, oder wenn der wirklich taubstumm ist. Und das tut mir leid, das zu sagen, weil eigentlich finde ich es mega cool, dass man mutig ist und sagt, hey, wir könnten auch einen Superheld machen, der taubstumm ist. Es müssen nicht alle schön und muskulös und keine Ahnung was sie oder das perfekte Ebenbild vom Mensch, sondern auch das gibt es. Und das ist auch getreu der Comic-Vorlage. Sie haben nicht jetzt gefunden, wir machen Maya plötzlich nicht mehr taubstumm. Das wäre noch schlimmer gewesen. Aber um eine ganze Serie um das herum machen, dass sie jetzt die Hauptfigur ist und die Serie muss tragen, aber viele Folgen wirklich oftmals einfach kein Wort geredet wird. Oder nicht, wenn sie eigentlich unser Hauptcharakter, den wir uns identifizieren müssen, hat es schwierig gemacht für mich. Ich habe das überleg gerade, ja.
was es schon mal gegeben hat. Mir fällt eben gerade der Film von Apple TV Plus, der hat, glaube ich, den Oscar gewonnen. Wie hat der geheißen? Sie singt, aber der Rest von der Familie ist taubstumm. Okay. Ich habe den nicht gesehen, ich kenne den nicht. Ein Wort ist, ich weiß nicht, wie er geheißen hat. Und ja, genau, sie sind irgendwie eine Fischerfamilie und, und sie muss halt einfach immer für die. Meistens mit den Leuten reden, weil sie sich halt nicht so gut verständigen können. Aber sie, ich glaube, sie redet natürlich, sie kann halt reden. Und sie redet dann, glaube ich, haben wir gesehen, mit Familienmitgliedern, weil die Lippen lesen können. Dann ist das, aber ein grosser Teil ist dort auch wirklich mit. Und dort funktioniert es gut, findest du? Also, weil eben, da war es mega anstrengend gewesen, zum Schauen. Also die Teile, wo irgendwie so, weißt du, da glaube ich, ihren Großvater oder so, der auch so geredet hat und immer die Hände bewegt hat, aber dabei, damit sie wie alle mitbekommen haben. Da hat irgendwie relativ gut funktioniert. Dort hast du wie ihn gehört, du hast ihm seine Emotionen gehabt und trotzdem noch die Handbewegungen. Aber bei ihren war es einfach so ruhig gewesen. Und das müssen mega konzentriert schauen. Das ist wirklich so das. Ja. Und es tut mir leid, das zu sagen, weil dafür kann sie nichts. Und sie sind sehr comicgetreu geblieben in dem Ding. Es ist nicht eine Kritik, dass sie es hätten anders sollen machen, sondern es ist wie einfach ein Feststellen von, ich habe Mühe gehabt, wirklich irgendwie eine Verbindung zu dem Charakter herzustellen, wo eigentlich ja, sich etwas zu sagen kann, hätte. Aber es hilft dann auch nicht, dass auch sonst die Story von der Serie, das Drehbuch, es gibt nicht wirklich, es ist wirklich sehr basic Hanebücher. Es passiert nicht wirklich überraschend. Es läuft alles nach Schema X oder nach Schema F, halt so wie es bei Marvel ist. Und, auch die Twists und Turns, es ist nichts überraschend. Und es ist wie so irgendwie, ja, es ist einfach eine durchschnittliche Story mit ein bisschen durchschnittlichen Action dazwischen. Schade, haben sie wirklich aus dem R-Rating nicht mehr rausgeholt. Da habe ich wirklich gedacht, da gibt es mehr. Der Trailer hat auch geiler ausgesehen. Ja, und dann kommt halt das noch dazu, eben, dass sie halt wirklich taubstumm ist und mir schwierig macht. Darum wird wohl nicht fortgesetzt. Wird wohl nicht. Also die Charaktere werden sicher weiter irgendwo kommen, aber ich glaube, die Serie selber. Ich habe auch gehört im Hintergrund, dass man eigentlich die Serie, man hat sie auch fast nicht beworben. Man hat sie irgendwie so, es ist so ein bisschen eine Zusammengeburt. Ja, sie haben, glaube ich, irgendwann mal selber den Glauben daran verloren, aber man war schon an einem Punkt gewesen und hat es irgendwie nicht mehr können. Und dann hat man gesagt, ja, also komm, jetzt hauen wir das einfach noch raus. Gerade 5 Folgen, ein Stück da und Be Done With It und so. Oder? Und es fühlt sich das Ganze ein bisschen so. Es ist schade. Und naja, aber irgendwie dann auch wieder nicht so überraschend. Ja, ich habe das Gefühl, Disney und Marvel, vielleicht machst du dort mal etwas dazu. Die sind natürlich in Durststrecke zahlt in einem Jahr, habe ich das Gefühl. Mal schauen. Ja, also Loki zum Beispiel habe ich wieder sensationell gefunden, oder? Von der zweiten Staffel. Ja. Aber alles in allem, weißt du, mit den Filmen und der Serie finde ich, kommt momentan nicht sehr viel gut von Disney. Das stimmt. Aber gut, das ist Echo auf Disney Plus. Und ja, dann gehen wir weiter zu zwei Sachen, wo wir ein bisschen optimistischer sind in unserer Spielecke. Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke. Like a Dragon Infinite Wealth hat Domi durchgespielt. Ich habe es auch gespielt und du findest es sensationell. Sensationell. Ich glaube, es wird nicht mehr toppen für mich das Jahr. Wie viele Stunden hast du gespielt? Nur etwa 10. Also 10. Okay, ja, immerhin. Ein Zehntel. Ja, quasi. Es ist ein Riesenspiel. Was hast du mal sagen, Michelle? Du hast mal so frech gesagt, du könntest es nur bedingt empfehlen. Und ich habe dann die ganze Zeit darauf gewartet, bis du mal so deine Kritik bringst, wo ich deinen Artikel gelesen habe. Ja, genau. Es ist so ein Dilemma. Ja, genau. Es fing wirklich eines von den besten Rollenspielen, die ich je gespielt habe. Aber eben eins, das ich nicht vielen Leuten empfehlen kann. Und der Grund ist ähnlich wie bei Echo. Du musst ganz viel Vorwissen haben, damit das Game wirklich sein volles Potenzial entfaltet. Weil es ist mittlerweile 8. Spiel, Mainline-Spiel. Es hat ganz viele Spin-Offs, Remakes und so gegeben zwischendurch. Aber das 8. Mainline-Spiel von Like a Dragon-Serie, das früher Yakuza geheissen hat. Und es behandelt gleichzeitig zwei Geschichten. Einerseits vom Ex-Yakuza Ichiban Kasuga, wo auf Hawaii seine totgelobte Mutter geht suchen, wo irgendwie von allen möglichen Verbrecherorganisationen dort gesucht wird, aus irgendeinem mysteriösen Grund. Und der Grund ändert natürlich alles wieder in einer riesigen Verschwörung, wie es in jedem Yakuza-Game bisher geendet ist. Und gleichzeitig wird die Geschichte von Kiryu Kazuma erzählt. Das war der Protagonist von den ersten 6 Spielen gewesen, bevor das der Ichiban Kazuga mit dem 7. Spiel übernommen hat. Und dem, seine Geschichte kommt in diesem Teil jetzt zum Ende. Der ist eben
der hat schon so viel erlebt, der ist schon mittlerweile auch recht alt, sieht nicht so alt aus im Game. Also allgemein, alle Leute sehen nicht alt aus, sehen viel jünger aus, als sie sind und sie sind alle perfekt durchtrainiert. Das ist echt lustig. Hey, aber um da gerade mal reingrätschen, das finde ich aber im Fall an diesem Spiel, oft in den JRPGs sind irgendwie, spielst du immer Teenies oder einfach oder Kind sogar und so. Und das habe ich schon von Anfang an, also ich habe ja schon ein paar von denen angespielt, immer sympathisch gefunden. Das ist so ein Erwachseniges, auch wenn es kindisch ist, manchmal, aber Mega. Es wirkt gleich Erwachsene, weil du spielst einfach, wie alt sind die? Die sind alles Leute in den 40er, 50er, die ein scheiß Leben hinter sich haben, die scheiß Entscheidungen getroffen haben. Und es ist wirklich mal erfrischend, genau, in Fall nicht irgendwie Teenies oder Kind zu spielen in so einem Spiel. Das ist eine coole Stärke von dieser Serie, genau. Und der Kiryu hat Krebs. Und laut eigenen Aussagen hat er nur noch ein paar Monate zu leben und der hilft dem Ichiban in Hawaii seine Mutter zu finden, aus Gründen, wo ich jetzt nicht tiefer darauf eingehen werde. Auf jeden Fall darum ist es eine sehr, sehr emotionale Geschichte, aber es ist halt nur emotional, wenn du die früheren Teile kennst und weisst, was der Kiryu Kazuma alles erlebt hat und wieso dass es jetzt umso tragischer ist, dass er Krebs hat. Und eben darum bin ich so hin und her gerissen. Hey, es ist ein super geiles Spiel, aber wenn man es wirklich will geniessen will, sollte man die alten Spiele durchgespielt haben oder zumindest eine YouTube-Zusammenfassung schauen, die mittlerweile auch irgendwie 5-6 Stunden geht, wo alle Spiele zusammenfasst, die bisher passiert sind. Hey, ich habe zwar nicht, ich habe jetzt nur 10 Stunden gespielt, aber ich habe das nicht einmal so schlimm gefunden. Ich habe die letzten, ich weiß nicht, ich habe Zero habe ich mal gespielt. Ich habe das Gefühl, ich habe etwa 4 Teile immer so etwa 10 Stunden, knapp 10 Stunden gespielt. Und die Story habe ich da jetzt am interessantesten gefunden. Mhm. Also ich habe jetzt auch nur den, wie heisst die Hauptperson? Ich vergesse schon wieder. Ichiban, Kazuma. Ichiban, genau. Der und dann die Figur vorher, der mit dem grauen Haar. Der Kiryu Kazuma, der Krebs hat. Ich kann die Namen nicht merken. den habe ich da aus dem letzten Spin-off mit dem ultralangen Namen ein bisschen gekannt. Aber ich finde, die Figuren, die, und das erzählst du noch sicher noch mehr, das habe ich schon das Gefühl, das ist so die Stärke von diesem Game, die, obwohl sie sich absurd verhalten, sind dann gleichzeitig überraschend menschlich. Ja, voll. Und, darum genau. Das hat mich mega motiviert. Ich habe so das Drumherum mir nicht so gepackt. Mhm. Aber ich würde dir ehrlich gesagt widersprechen, zu sagen, ich habe das Gefühl, es ist eigentlich noch ein guter Anfang. Also habe ich das Gefühl, weil irgendwie es ist dann, also, was ich in deinem Review gelesen habe, das Kompletteste von diesen Games. Weißt du, wo sie alles gelernt haben aus ihren alten Games. Es kommt dann halt auch alles drin vor. Und logisch ist der Impact nicht gleich, wie wenn du alles kennst. Aber das ist ehrlich gesagt auch unrealistisch. Du kannst jetzt einfach nicht all die Games nachholen. Ja, also es sind unglaublich viele Games. Ja. Aber du hast nach 10 Stunden hast jetzt vor allem die Geschichte miterlebt, die auf Ichiban fokussiert. Und dann gibt es schon einen recht krassen Shift, wo sehr, sehr viele Sachen referenziert, die früher passiert sind. Aber zumindest die 7 sollte man, glaube ich, also das Vorgängerspiel, sollte man, glaube ich, mal angespielt haben, dass man so die Grundsätze kennt. Schon allein, weil die 7 war zuerst mit dem Ichiban und dass man so ein bisschen weiss, wer wo, wie, was. Genau, aber auf jeden Fall, das ist eine Stärke von diesem Spiel, dass es sehr, sehr menschliche Charaktere hat, die aber in einem Kontext stattfinden, der einfach absolut crazy ist und dass es das Spiel schafft, die zwei Sachen irgendwie zusammenzubringen im Vergleich zu anderen storyfokussierten Singleplayer-Spielen wie Last of Us Part 2, habe ich erst gespielt, Remaster. Das nimmt sich ja sehr, sehr ernst. Und das hat auch den Anspruch, den künstlerischen Anspruch oder den ernsten Story zu erzählen. Und das Game hier, das nimmt sich überhaupt nicht ernst in den richtigen Moment und das nimmt sich dafür sehr ernst in sehr wenigen Momenten, wo aber der umso mehr Impact haben. Und das ist eine sehr coole Mischung, die eigentlich nur Like a Dragon so schafft. Das ist einzigartig in der Videospiellandschaft, finde ich. Und, aber die Story wird absolut crazy, aber noch verrückter sind die Minispiele, die es da drin hat. Und die wollte ich schnell erwähnen, weil es ist einfach etwas vom Absurdesten, was ich je erlebt habe in einem Videospiel. Und es hat doch ein bisschen zu tun mit der ganzen Pokémon-Thematik, die wir vorhin darüber geredet haben. Es hat nämlich eine Pokémon-Parodie in diesem Spiel. Oh. Und die heissen hier Sujimon. Der Name kommt vom japanischen Begriff Sujimono, was so viel heisst wie Muskelmänner, also so muskelbepackte Männer. Und statt Pokémon, also statt kleine herzige Figürchen zu fahren, tust du hier Kriminelle fahren und lass sie für dich kämpfen. Okay. Und es hat so eine eigene Sujimon-Liga, wo du Orden kannst bekommen gegen Arena-Leiter und alles drum und dran. Das ist wirklich so ein Spiel im Spiel, wo du nebenbei kannst spielen und unzählige Stunden drin kannst verlieren und einfach komplett kannst vergessen, was in der Hauptstory passiert.
Und das ist so typisch für ein Like a Dragon Spiel, dass sie so eine Idee nehmen, die komplett absurd ist, und dann machen sie ein riesen Ding daraus. Ob das wirklich alles stimmt, was da passiert, das weiss man nie so genau, weil der Ichiban ist ein riesen RPG-Nerd und der hat früher sehr viel Final Fantasy und so gespielt und darum halluziniert er recht viel. Also es kann auch sein, dass die Sujimon-Geschichte gar nicht stattfindet, sondern dass es nur in seiner Fantasie stattfindet. Aber spannend, dass da... Dann gibt's noch ein, ja, nur jetzt ja, gerade interessant, gefunden, weil du gesagt hast, es wird so als Parodie auf Pokémon abreißen. Und dass da jetzt wieder als Parodie ja gilt und das andere, eben Palworld, ist man so am Diskutieren, ob es geklaut ist. Ja, aber... Aber das ist sehr anders da. Ja, das hat, also das ist, da kannst du halt nicht sagen, dass irgendwie Designs geklaut wurden, sondern es ist einfach wirklich so... Gameplay, ja. Parodie im Sinne von du tust Sachen genau, sammeln und lässt sie für dich kämpfen und hier wird so ein bisschen ad absurdum getrieben, oder? So ja. Komisch, dass du Menschen fährst und für dich lässt kämpfen. Aber eigentlich ist es genauso komisch in Pokémon, dass kleine herzige Figur fährst und für dich lässt kämpfen. Das ist eigentlich genau gleich, ja, total. Und dann gibt es noch so eine Animal Crossing-Parodie. Dondoko Island heisst die. Du kannst auf eine Insel gehen und kannst dort deine eigene Insel designen, so wie du es in Animal Crossing machst. Und musst Ressourcen sammeln, musst Bäume fällen, Steine kaputt schlagen und aus dem kannst du dann Dekorationen bauen, Häuser bauen und so weiter und so fort. Und das ist auch etwas, da kannst du locker 10, 20 Stunden drin verbringen. Das ist wirklich so ein Spiel im Spiel und mit der Zeit wird es dann zu so einem richtigen Freizeitpark-Simulator. Du musst Gäste, die auf deine Insel kommen, musst irgendwie zufriedenstellen, musst neue Attraktionen bauen und so. Und das Spiel ist immer schon bekannt gewesen für ihre Minispiele und Nebenaktivitäten, aber das ist nochmal wie auf einem ganz, ganz anderen Level. Also, das Haupt-Gameplay ist halt so klassisch RPG. Es ist rundenbasierte Kämpfe, die du hast. Das ist ein grosser Unterschied im Vergleich zu den alten Spielen, wo ja alles Echtzeit war. In Echtzeit hast du da durch jede Yakuza und kriminelle Organisationen gekämpft und das passiert jetzt halt alles rundenbasiert. Und auch hier hat der Ichiban halluziniert und jeder normale Strassenkampf wird dann plötzlich zu einem Kampf gegen so magische Monster und für spuckende Drachen und was weiß ich was. Und das ist alles sehr, sehr unterhaltend inszeniert. Und eben auch zwischendrin die Story, die vorantrieben wird mit sehr emotionalen Cutscenes. Wirklich eine einzigartige Mischung, aber eben, ich würde nicht empfehlen, mit dem Spiel einsteigen. Zumindest Sydney vorher anfangen. Oder wenn man allgemein den Vibe geil findet, kann man mit dem ganz alten Spiel anfangen. Ich habe noch so einen Übersichtsartikel erstellt, den ich dann noch rauslasse, wo es so ein bisschen Tipps gibt, wo man in dieser Riesenserie kann anfangen kann, ohne dass man sich komplett verloren fühlt. Ich frage mich eben schon, ob mit dem, weil eben auch das Kampfsystem, wo ich, mir ist das eben immer in diesen Games ein bisschen zu viel. Also darum, ich weiss nicht, wie weit ich da noch komme. Ich habe eigentlich immer Lust zum Gamen, aber ich finde dann nämlich so ein bisschen, eben, es sieht nicht überwältigend aus, es sieht einfach easy aus. Und du, wie soll man sagen, du machst solche monotone Sachen. Also, weißt du, du läufst in einer Stadt rum, die jetzt nicht mega lebendig wirkt und kannst mega viele Nebensachen machen, die ich alle einfach noch witzig finde. Ich bin ja nicht so weit wie du, aber ich habe immer den Eindruck, die sind so. Also wenn ich die spielen will, dann kann ich auch ein Spiel zu dem spielen. Also dann kann ich Animal Crossing spielen, wenn ich es richtiger will. Und ich habe wie gar nicht, ich wollte eigentlich gar nicht das in dem Spiel machen, aber das scheint schon irgendwie dazu zu gehören. Aber eben, wenn du die Figuren und die Story machst, finde ich den geil. Die Kämpfe sehen witzig aus, sind mir aber dann am Gesicht zu viel. Jetzt die rundenbasierte hier, oder? Ja, schon genau. Früher also mit viel sein. Ja, weil es einfach viel hat. Es hat sehr viel Kämpfe, oder? Ja, das ist so. Ja, es ist halt sehr, von dem her ist es wirklich sehr RPG-ig. Also du musst sehr, sehr viel kämpfen. Du läufst durch die Straße und wirst irgendwie alle Minuten wirst abhöbelt von irgendeinem random Dude und musst dann gegen ihn kämpfen. Ja. Ich fände es eigentlich mega geil, wenn sie, das würde dann auch das Problem lösen, mit welchem Teil fangst du an, wenn sie mal würden etwas Neues machen. Weißt du, so einen Neustart mit einer neuen Marke, aber sozusagen das Prinzip eigentlich weiterführen. Aber eben mal so ein bisschen von Null anfangen. Hast du mal Judgment gespielt? Weiß ich gar nicht. Das ist eigentlich genau das. Das ist also nicht mit rundenbasierten Kämpfen jetzt, sondern mit Echtzeitkämpfen. Sie 2018 rausgebracht. Das ist eigentlich genau das. Es spielt im gleichen Universum, in der gleichen Stadt und so, aber es sind komplett andere Charaktere. Du spielst so einen Meisterdetektiv, der eine Mordserie auflöst, aber auch hier die ganze Zeit muss prügeln und so. Das ist schon so wie ein Clean Slate gewesen, ja. Aber das ist jetzt eher so ein Spin-off, der nebenbei läuft sozusagen. Ja. Ja, genau, aber irgendwie so. Eben, vielleicht auch mal ein neues Setting oder so.
Aber sonst, ehrlich gesagt, hat mich mir auch noch positiv überrascht. Weißt du, jetzt einerseits hat es so völlig die Klischee-Sachen, dann werden immer wieder irgendwelche Frauen retten, die gerade irgendwie von Leuten, weißt du, wird jetzt vergewaltigt, okay, dann musst du natürlich dass der Retter sein. Und das kommt dann mehrmals vor, schon in den ersten paar Stunden. Aber gleichzeitig ist dann, finde ich, eigentlich recht progressiv. Also weißt du, mit irgendwie, dass es auch so die ganzen Obdachlosenprobleme in Hawaii anspricht und dass der Tourismus das ganze Land kaputt macht, Polizeigewalt und so. Das finde ich dann irgendwie huere geil, oder? Ist eben ein bisschen schade, das hast du auch geschrieben im Review. Sie sind zwar in Hawaii, aber Japanisch. Sie treffen nur Japaner. Jeder redet Japanisch mit dir. Alle Leute in Hawaii können perfekt Japanisch besser als Japaner selber. Es ist so absurd. Wirklich. Ich habe keinen Bock, irgendwie mit englischen Schauspielern zu arbeiten. Ja. Scheiß drauf. Wir nehmen einfach unsere japanischen Schauspieler, die wir eh schon kennen. Das Geilste war damals die Dialoge, und ich habe nicht geschnallt, dass die Englisch sind. Zum Teil bei dem Skaten, wo gehst du Pizza ausliefern oder so, die Skate-Moves machst, habe ich irgendwann gemerkt, der redet ja den Spruch, den er sagt er auf Englisch. Aha, ja, mit einem hohen krassen japanischen Akzent. Ich habe es nicht verstanden, meine Frau noch so, hey, der sagt ja irgendwie, was ist sein Spruch, aber der sagt dann immer ein bisschen Super Crazy Delivery oder so irgendetwas. Ah, genau, super crazy Delivery oder Super aber, Crazy. Kurasi Derivari. Du kannst es nicht nachbetonen. Es geht nicht. Das ist sehr lustig. Super Kaka. Ja, genau. Grossartig. Noch schnell, ein negativer Punkt wegen Publisher Sega. Es hat 3 Editionen, wo das Spiel rauskommt. Und Sega war sehr frech und hat so Inhalt in die Deluxe-Version gesperrt, die eigentlich zur normalen Version gehören. Also New Game Plus, also dass man das Spiel nochmal neu anfängt mit all dem Zeug, das man freigeschaltet hat. Und ein paar Achievements sind in der Deluxe-Version gesperrt. Und nur so eine Warnung, und es hat recht viele Leute aufgeregt, dass so Basisinhalte aus dem Spiel gerissen werden in eine teurere Version. Das ist recht eine blöde Geschäftspraktik, aber so als Fußnote. Es ist sehr unnötig, aber es hat jetzt, ich glaube, man kann mit dem Basisspiel, wenn man jetzt nicht auf New Game Plus steht, und das, mir persönlich ist es egal, aber es gibt viele Leute, die es geil finden. Also das ist Like a Dragon Infinite Wealth, gibt es für PC, PlayStation und Xbox, nehme ich an. Alles, ja. Alles. also dann noch zu meinem letzten, das gibt es nur auf PC aktuell. Oh. Das heisst Enshrouded. Es ist ein deutsches Game, deutsches Studio. Und es ist das nächste. Es ist wieder mal ein Survival-Game. Von denen gibt es wirklich wie Sand am Meer. Survival-Koop-Games, so ein Fantasy-Setting. Wirklich, das höckelt alles ab. Ja. Und, aber es ist wirklich, ich finde es, ich habe es schon jetzt vor dem Early Access. Es ist jetzt seit 24. ist es im Early Access. Und es wirkt schon fertig. Mhm. Du bist eben so in einer Fantasy-Welt. Du kannst es spielen, glaube ich, auf Server mit bis zu 16 Leuten. Und so grundsätzlich sind die typischen. Du läufst einfach rum, du verboxst einen Baum und Stein und sammelst Ressourcen. Und dann kannst du deine Häuschen bauen. Du kannst dann relativ schnell schon so einen Gleiter bauen, wie man es von Breath of the Wild kennt. Einen Enter hocken. Und dann gehst du die Welt erkunden und suchst neue Ressourcen, mit neuen Ressourcen kommst du neue Rezepte über zum Zeug zu bauen und dann in deiner Basis baust du eine Werkbank und einen Schmelzofen und eine Feuerstelle und so. Aber kleine herzige Monster, die du kannst fahren, gibt es nicht. Nein, das gibt es nicht. Es gibt nur ich überall noch einbauen. So. das Highlight ist sicher das Bausystem. Das ist wirklich, du kannst so geile Hütten bauen. Sie sagen, das ist, weil sie auf Voxel Engine da irgendwie das machen, aber ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Das an dem liegt. Es sieht jedenfalls visuell mega schön aus und du kannst eigentlich fast wie in Minecraft. Du kannst zwar fixe Elemente nehmen, weißt du, und eine Bodenplatte und eine Wand mit einem Fenster und einem Dach. Du kannst aber auch Stein selber platzieren. Mhm. Und dann kannst du wirklich so mega schöne Mittelalter, weißt du, so Burgen und so bauen. Und es hat dann auch mega viele in der Welt zum Anschauen, solche Vorlage. Und wir haben jetzt schon nach irgendwie ein paar Stunden schon irgendwie etwa 8 verschiedene Materialien. Weißt du, so Knochenstein, dann aus so dem komischen, geheimnisvollen Holz, dann aus, ich weiß gar nicht, also x Stein eben. Und kannst wirklich mega kreativ sein. Kannst irgendwelche Hobbit-Bauten machen oder gigantische Burgen. Du kannst einfach ein Loch buddeln und dann die Trainier baust. Dann, so geil. Das ist mega cool. Ich finde das, ich habe das früher auch nie gefühlt. Aber mittlerweile finde ich das wirklich noch sehr befriedigend.
Und dann, was noch speziell ist, in den die Games meistens haben die so eine prozedural generierte Welt. Oder? Also, wo, dann hast du wie so einen Server-Seed und dann, die sieht immer anders aus. Mhm. Also Valheim zum Beispiel. Das ist jedes Mal, wenn du dort einen neuen Server machst, ist die Welt komplett, also komplett anders. Ja, die haben halt auch ihre Elemente und so, oder? Aber, und hat wie so Biom meistens. Aber sonst ist sie irgendwie zusammengewürfelt. Und da ist sie von Hand gemacht und sie sieht sehr gross aus. Also du kannst so, du startest eigentlich, du siehst die Karte, den Rand, oder? Mhm. Und das ist natürlich vor, siehst nichts, aber du bist eigentlich, du fängst wie unten an. Und dann kannst du einfach, kannst du sehr lang ausscrollen und sehr lang nach rechts scrollen. Also es ist ein recht grosses Rechteck. Also von Hand gemacht in dem Fall ist nichts prozedural generiert, offenbar, oder was? Ja. Ist alles wirklich, okay. Ja. Und, also weiß ich meine, Breath of the Wild und so, eine gigantische Welt. Also es ist so ein bisschen, ich wüsste jetzt nicht, vielleicht ist es in einem ähnlichen Format, oder? Okay. Aber natürlich ein kleineres Studio. Ja, genau, jedenfalls gehst du einen guten Kunden und der Name Enshrouded bezieht sich dann auf den Shroud, weil die Welt wird irgendwie von so einem komischen blauen, tödlichen Nebel irgendwie, das haben deine Vorfahren, haben das ausgelöst, weiss ich auch nicht, irgend so... Klimawandel sozusagen. Ja, genau. Und der liegt dann nämlich irgendwo und wenn du reingehst, dann kannst du nur ein paar Minuten dort sein, bevor es dich nimmt. Das kannst du natürlich mit Tränken und so kannst das, ausbauen. Aber sonst, so, das ist der typische Loop, oder? Du verbesserst deine Basis, du hast dann so einen Flammenaltar, wo dann eben auch, wenn der verbessert ist, kannst du länger im Shroud sein. Und du kannst dann auch so NPCs finden, so einen Schmied, einen Alchemist, wo dir dann auch neue Rezepte geben und die kannst du dann so platzieren in deiner Basis. Macht dich lebendiger. Hey, und das, ja, das ist einfach motivierend zum Entdecken, weil die Welt halt wirklich geil aussieht und dann irgendwie einen riesigen Turm und dann gehst du mal dort rein, erkunden und mir wirklich natürlich schon, wie es immer ist, ich habe so ein bisschen, es hat mich so recht an PUBG erinnert. Dort ist ja so ein Game, wo du rennst vor dem Kreis davon. Wenn du außerhalb vom Kreis bist, gehst du kaputt. Und wir sind dann auch in so im Shroud drin gewesen und haben gesehen, ah, da ist jetzt irgendwie ein geheimer Schatz in einer Mine. Sind dort runtergegangen und so und dann alle Monster und Spinnen kaputt gemacht und dann am Schluss grosse Kisten mit Loot und so. Also weißt du, so nach Seltenheitswert. Und dann so, ah, geil, schau mal da, willst du vielleicht du die Waffe und so? So ich im Fachsimpel und dann so, wir haben nur noch eine Minute Zeit und dann sind wir da kaputt. Und dann, ja, scheiße. Klassiker, ja. Wirklich, die Sonderstunde ist um einen Dungeon und dann schnell irgendwie rausgesäckelt und dann, ja, scheiße, auf der Karte geschaut. Wir sind mitten drin im Shroud. Und dann haben wir aber irgendwo in der Ferne so einen Turm gesehen und auf der Karte hat es oben dran so ausgesehen, als wäre es dort nicht blau. Aha. Und dachte, okay, komm, jetzt spekulieren wir, jetzt gehen wir dort in den Turm. All die huren Treppen rausgesäckelt und dann wirklich zu oberst oben ist es außerhalb vom Shroud gewesen. 15 Sekunden Zeit gehabt. So. Hast du mit Kollegen gespielt oder mit Fremden? Ja, genau. Gestern haben wir es dann noch mit Kollegen gemacht. Haben aber auch, es hat beim Start noch Probleme gehabt mit, wenn du einen eigenen Server machst, dann muss dein PC laufen immer. Ja, ja. Dann bist wirklich du der Host und das habe ich irgendwie nicht geschnallt. Und jetzt haben wir einen gemietet, einen Server. Das musst du halt damals in diesen Games. Dann mietest du irgendwo von einem Portal einen für, weißt du, keine 10 Stutz im Monat. Und, aber die haben ein Problem gehabt, er ist wie nicht aufgeschaltet. Und ich bin nicht sicher, ob das Problem beim Game war oder bei denen, die die Server gehostet haben. Aber jedenfalls, jetzt am Donnerstag ist es gelaufen. Ja, cool. Hat es irgendein, also Survival-Games haben meistens keine Story oder so. Du hast jetzt so ein bisschen erwähnt wegen dem Shroud und den Vorfahren, aber es hat nicht irgendwie ein Ziel oder irgendeine konkrete Story, sondern eher so ein bisschen Lore, so Hintergrund-Story. Ja, finde ich jetzt. Also am Anfang erzählt es in so in ein paar Sätzen irgendwie etwas, aber dann bist du eigentlich schon in der Welt und dann findest du einfach so rot leuchtende Schriftrollen, wo immerhin gerade in so einem Häppchen von Text erzählt es dir noch eigentlich noch interessante so Tidbits. So ein bisschen also gibt es so ein bisschen Worldbuilding im Hintergrund. Das, ich glaube, das ist mehr als das, habe ich jetzt auch nicht das Gefühl. Dein Ziel ist halt, glaube ich, irgendwie die Naturkatastrophe, die Umweltkatastrophe wieder rückgängig zu machen, mehr oder weniger. Aber ja, ist halt eben, wenn einem das Genre gefällt, wo mit Kollegen kannst du einfach zusammen etwas bauen und Ressourcen sammeln und dann halt. Aber was auch noch speziell ist, dass es Klassen gibt. Das ist, ich habe das Gefühl, meistens haben die Spiele, die ich jetzt hier gespielt habe, dort ist einfach. Ja, also entweder gibt es ein paar Basic Skills, weißt du, wie so Leben und Ausdauer. Aber da gibt es einen Skill Tree, wo du kannst dann wie selber wählen, welche Richtung. Also du kannst es kombinieren mit Kämpfer und Heiler. Aber das finde ich witzig. Jetzt, der eine macht jetzt mehr auf Magier
und kannst irgendeinen Zauberstab mit so Heilmagie ausrüsten oder mit Feuermagie. Und ich habe mir jetzt so, ich habe den Doppeljump gelernt und kann dann irgendwie so aus der Luft einen Luftangriff machen. Eigentlich völlig beknackt, aber sieht einfach lustig aus. Doppeljump ist immer das Beste in jedem Spiel. Ja, genau. Der ist einfach dumm und der braucht es. Der braucht es einfach. Ohne hey, ist aber haben wir in der Gruppe ein bisschen abgesprochen, ja, wer welche Skills ein bisschen ausarbeitet? Ja, genau. Wir haben jetzt versucht, ein bisschen aufzuteilen, weil am Anfang war es jetzt nicht schwierig gewesen, gegen die Gegner, aber weißt, es gibt wieder so typische Tanks, Bogenschützen, Heiler. Und ich kann mir schon vorstellen, dass bei Bossgegnern später ist es nützlich. Weißt, es hat dann auch wirklich mit so Agro-Management darum. Also es wirkt im Fall, also eben, wir sind halt noch nicht sehr weit, aber es wirkt sehr komplex. Also das, und, genau. Obwohl und Early Access haben, oder? Genau, aber eben wirkt wirklich nicht, also wenn jetzt das jetzt so rauskommt, das hätte ich jetzt nicht hinterfragt. Ja, also ja, ja. Gestanden wäre 1.0, hättest du nicht gesagt, ja, aber da ist noch Ecken und Kanten. Ja, aber das Early Access ist sowieso und schwammiger mit sehr frei interpretiert. Mega, mega. Genau, das ist Enshrouded, kostet glaube ich 30 Stutz, wenn es mir recht ist. Zwischen 20 und 30 Stutz habe ich das Gefühl, geht es auf PC. Und ja genau, ich würde sagen, es lohnt sich. Ja, dann wären wir am Ende von unserer Folge. Und ja, Luca, Tommy, Michel, danke euch vielmals fürs Mitmachen und euch allen fürs Zuhören. Und bis in der Woche. Tschüssli miteinander. Ciao zusammen. Tschüss. Tschüss.